Ja, Leute, kurz mein PC abgestürzt, ist ja ganz toll. Finde ich immer total genial, wenn mein PC abstürzt. Macht total Spaß. Ich muss wieder zu meinem Stream zurück. Kein Problem, Leute, alles wieder in Ordnung. Alles wieder in Ordnung. Denke ich mal, hoffentlich. Offline. Ich streame hoffentlich wieder. Ja, muss ich ja wieder zusammenschneiden. Aber ist okay. Das Zusammenschneiden geht. So, ja, sorry Leute. Das war ein minimaler PC-Crash. Also ihr müsst ja mal live miterleben, was ich hier teilweise so durchleben muss, weil mein PC mich liebt und er mich jedes Mal wahnsinnig werden lässt, wenn er öfter abstürzt. Aber kein Problem, passt schon. Jetzt ist ja eben mein Boost ausgelaufen, deswegen war es ganz okay, dass ich da mal ganz kurz ein Päuschen gemacht habe. Die paar Sekunden. Naja, lacht nur ihr. Ihr lacht schon. Ich merk schon. Ja, ich werde hier wieder nur gemobbt. Nicht so, da wurde ich gemobbt, also Gold Rush, Ding, ich weiß schon, hab deinen Namen schon wieder vergessen. Da werde ich absolut immer gemobbt, also es geht gar nicht. Ich werde hochkant gemobbt. Oh, mein Boost ist gleich zu Ende. In 25 Sekunden ist mein Boost zu Ende. So, ich hoffe, ihr seid noch da. Heute mache ich keine Dorfbesuche mehr. Nein, ich habe vorhin die letzten beiden Stunden habe ich Dorfbesuche gemacht. Jetzt nicht mehr. Bäm, bestimmt die Hälfte der Zuschauer gleich wieder weg. Bam, weg sind sie. Kann ich mir vorstellen. Komme ich da rein? Ich könnte theoretisch ein bisschen was kann ich wegmachen, ja. Nee, das ist ja, weiß ich nicht. Irgendwie, mein PC mag mich aber nicht. Wenn jemand mag, kann gerne mal die CPU oder und das Mainboard wechseln, aber ich habe da auf die Fummelarbeit gar keinen Bock. Und werde es auch nie haben. Scheiß Fummelarbeit. Nee, böser Baba, hör auf das Rathaus zu gehen. Eigentlich sollte der Stream wieder an sein. So, wunderbar. Es geht rein und die Königin. Okay, doch, die greift an. Warum kriegt der König auf einmal so viel, so mega fett auf die Fresse? Ist doch nur eine Tesla. So, immer mehr Einheiten rein, immer mehr Einheiten. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Ich mache keine Livestream-Clan, weil der nutzlos ist. Außer du nennst mir einen guten Grund, warum man einen Livestream-Clan machen sollte. Aber ich finde ihn nutzlos, ehrlich gesagt. Wie gesagt, aber wenn ihr gute Gründe habt, dann könnte man sich vielleicht überlegen, einen zu machen. Nee, der ist nicht alt. Aber CPU oder Mainboard ist kaputt halt. That's the problem. So, die Queen. Schafft nochmal ordentlich hier. Oh, er gibt richtig viel dunkles Elixier nochmal. Ja, Zockerkind, was geht ab? Wie geht's dir so? Was ist los hier heute? Heute ist eine ganze Menge los. Erstmal mein PC wieder abgestürzt, ist ja logisch. Und, oh, mein Boost ist alle. Zack, 40 Gems. Das ist so krass, dass es so teuer ist auf einmal, ne? Weil man hat ja vorher mit einem Gem alles geboostet und auf einmal, ja, muss man 10 Gems bezahlen. Das ist echt teuer geworden. Ich will den Boost permanent haben. Da reichen die 2000 Gems ja nicht lange für, weiß ich nicht, für Farming und so weiter. Nein, ich mache keinen Livestream-Clan. VYBSBSHS. Genau. Sorry, aber Livestream-Clan halte ich für einfach sinnlos, weißt du? Sorry dafür. Aber, weiß nicht, finde ich nicht sonderlich intelligent, sowas. Ja, bis gleich, Felix. Ja, hi Tim, der Clasher. Warum auf YouTube keine Facecam? Ich mag in Videos keine Facecams. Ich will mir selber persönlich keine Videos mit Facecam angucken, weil ich es hasse, wie die Leute einfach mal überspitzt reagieren und dieses Schauspielerei-Käse vor der Kamera ist einfach sowas von Käse. Ich gucke mir sowas nicht gerne an, deswegen mache ich es auch selber nicht gerne, weil ich meine, die Leute sollen die Videos gucken wegen dem Inhalt und nicht, weil ich davor sitze. Und ihr seht ja im Livestream, seht ihr mich. Und da reicht es ja auch, finde ich. Also, zumal man bei der Videoverarbeitung mit Facecam noch wesentlich mehr Aufwand hat, als ich jetzt habe. Also, ich will mir noch nicht noch mehr Aufwand unbedingt machen. Ja, Gregor, nix. Nee, mein PC ist nur abgestürzt. Kein Ding, kein Ding. Der liebt mich ja, wisst ihr ja, kennt er ja. Was?
Ein 6er Tesla macht 75 Schaden, auch zu sehen hier. Und auf 7 macht er ganze... Boah, jetzt hat er mir einen Bogenschützen gespendet. Ganze 87, glaube ich. Genau, 87 Damage macht er auf Rathaus, auch Rathaus 7, auf Stufe 7. Und ich finde, so sieht die Tesla wirklich am richtig geilsten aus, mit diesen Elektro-Dingern da dran. Richtig, richtig gut. Worum geht's? Weiß nicht, worum geht's? Warum ich keine Facecam in die Videos mache, weißt du? Darum geht's gerade. So, meine Queen braucht noch ein bisschen, bis sie regeneriert ist. So lange können wir mal ganz kurz noch chillen. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ich muss gleich übrigens meinen X-Bogen fertig, Gem, ne? Wisst ihr schon? Dann könnt ihr exklusiv meinen ersten X-Bogen der meiner Clash of Clans-Geschichte sehen. In 5 Stunden ist er eigentlich fertig, aber ich muss ihn jetzt fertig, Gem, sonst fahre ich über die Lage hinaus. Passt, wann machst du den Clan wieder mal auf offen? Wenn ich den Clan offen mache, ist, wenn ich Leute brauche, ne? Aktuell sind wir 50. Meistens ist es so, dass ich nach dem Clankrieg rauskicke, weil die Leute keine Sterne erreicht haben oder inaktiv sind und so weiter. Meistens also nach dem Clankrieg am Sonntag. Sonntagnachmittag ist dann meistens so offen. So, 223.000 Gold, aber es ist richtig, richtig verstreut, deswegen kann ich nicht wirklich viel angreifen. Ich werde einfach nur die Queen hier hinsetzen und fertig. Ja, Zockerkind, hallöchen, dass du wieder dabei bist. Silvester, warst du dabei? War auf jeden Fall ein echt geiler Stream gewesen. Du warst einer der wenigen, die einfach mal exklusive Inhalte gesehen haben, die einfach mega awesome waren. Und dieser Stream ist auf ewig verloren. Das tut so weh. Gar nicht, ey. Ja, kann sein, dass Facecam... Achso, Facecam ist besser. Darum, denkst du, darum geht's ja? Naja. Ja, eher darum, warum ich keine Facecam in den Videos wahrscheinlich mache. Bis wann ich jetzt streame? Bis um 21 Uhr. Bis um 21 Uhr, immer wenn der Boost ausgelaufen ist. Bis dahin farme ich 219.000 Elixier, aber da komme ich wieder nicht ran. Ich würde an 1 rankommen, würde aber alle Truppen verlieren, das ist ungünstig. Lass mal. Ah, money, money, money. Ja, wäre ich jetzt Rathaus 8 gewesen, würde ich jetzt wesentlich mehr kriegen. Weil das ist ein Rathaus 7er. Und der hat volle Lage, der hat volle Goldsammler. Das heißt also, ein anderer hätte wahrscheinlich mindestens, weiß ich nicht, 300.000 bekommen, denke ich mal. Weil die echt voll waren, die Sammler. Aber man kriegt da weniger Beute, weniger Loot-Bonus, wenn man hier, oder Loot. Ah, das war's schon. Wenn man halt Rathaus wesentlich höher ist. Ich finde, Facecams bringen noch eine größere persönliche Bindung zum Zuschauer, aber finde, dass sie zu sehr gehypt werden und am schlimmsten, wenn man mal keine Facecam macht. Ja, also ich finde, ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht. Es mag ja sein, dass es persönlicher ist, aber ich meine, ich mache es in den Livestreams, mache ich die Facecam, ansonsten will ich auch gar nicht, dass die Leute mich unbedingt... Man muss mich auch nicht unbedingt mehr sehen, also man muss nicht immer alles über den Gegenüber wissen, weißt du? Man kann auch einfach mal etwas geheimer sein, sage ich mal. Das macht dann auch interessant. Du hast noch meinen Stream geguckt? Achso, von Pixelklatsche. Ja, wer guckt noch meinen Stream? So, die Truppen habe ich eigentlich gespendet dieses Season. 503 erst, ist ja nicht viel. Ja, VYBSBSHS, wir waren uns schon vor Monaten einig, dass der Sprachumstand nichts viel bringt. Ich hatte es auch mal getestet gehabt, da habe ich halt auf Russisch gefarmt, und da hat das nicht viel gebracht. Also, es war anscheinend, aber es ist halt wirklich nur Glück. Es war anscheinend, dass der Loot besser ist, aber es ist, wie gesagt, halt nur Glück. So, Aufnahme läuft noch. Ich wollte noch mal sicher gehen, ob die Aufnahme läuft. Wunderbar. Ja, Zockerkind, sorry, aber ich bin leider kein Twitch-Partner. Vielleicht irgendwann mal eine Twitch-Partnerschaft, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das an Anforderungen hat, diese Twitch-Partnerschaft. Ich kann mal ganz kurz googeln. Aber erstmal in der Twitch-Partnerschaft... kriegt man diese Funktion mit dem Runterregeln. Hier Anforderung. Durchschnittlich 500 gleichzeitige Viewer kann einmal der Höchstwert regelmäßig übertragen, mindestens dreimal pro Woche. Dafür habe ich schon mal gar keine Zeit. Inhalte, die nutzen, den DMCA-Regeln entsprechen. Und hier durchschnittliche Aufrufe pro Video 15.000, Abonnenten 100.000. Also diese Anforderungen von Twitch sind einfach nur lächerlich. Aber die sind auch nicht wahr. Also es gibt die Regeln... Die echten Anforderungen sind anders. Aber trotzdem, ich muss da nicht unbedingt Twitch-Partner werden. Also ich muss da, keine Ahnung, muss da nicht unbedingt werden. War da schon wieder eine Tesla? Das gibt's doch nicht. Noch eine Tesla.
Aber halt, Twitch-Partner wäre halt ganz nice, um halt diese Quali-Stufen zu kriegen, ne? Das wäre schon. Wäre schon nicht übel. So, da ist ein Teller. Kein Tellereisen, wow. Hätte ich nicht gedacht. So, da ist schon mal das dunkle Elixierlager weg. Sehr schön. Was ihr beim letzten Mal vermisst? Oh, ihr seid da lieb zueinander. Ja, das ist genauso. Also Facecams, ich finde Facecams okay. Aber wenn sie nur ein Pixel von dem Inhalt verdecken, was wichtig sein könnte fürs Spiel, dann finde ich wirklich, kann ich das nicht leiden. Die Facecam sollte nichts verdecken, was wirklich wichtig sein könnte. So, meine Queen. Ah, cool, wir können eigentlich Pokale verlieren, ist okay. Ja, also wie, es ist Zufall, es ist wirklich Zufall, ob du guten Loot bekommst oder nicht. Es ist halt wirklich abhängig von vielen Faktoren. Wie viele Leute gerade farmen. Und du musst ja wissen, es spielen ja, weiß nicht, Millionen Leute Clash of Clans. Und da halt immer die Leute rauszupicken, die inaktiv sind. Und volle Lager und so weiter haben, das ist halt wirklich random. Darf ich denn dann flanieren, bitte? Ja, ignoriert den Goldmausdog. Der soll mal gegen mich hier labern. Komm, Goldmausdog, gib's mir. Was ist los? Keine Eier oder was? Willst du immer noch den Duden haben? Okay. 29 neue Follower übrigens. Ne, nicht alles 29 neue Follower, aber viele, viele neue Follower. Connections ist gerade online und anders noch, glaube ich. Ne, doch nicht, war's gewesen. Ja, Leute, vielen Dank für den Follow, unterstützt mich auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und mal gucken, wann wir irgendwann die 1000 Follower erreichen. Schauen wir mal. Ja, VYBS, wenn du bei der Sprache Glück hast, benutze sie weiter. Mal, es ist ja wie so der Placebo-Effekt, weißt du? Wenn du daran glaubst, dann funktioniert's auch. Hi, Arnau OMG, hallöchen. Wie geht's dir heute Abend denn so? Also es ist einfach, die Sprache zu ändern ist einfach so wie so ein Placebo-Effekt. Also ich habe ja auch auf Russisch mal gefahren gehabt, oder auf Russisch war das gewesen? Ja, Russisch, glaube ich. Und da dachte ich auch, der Loot ist wesentlich besser. Ich kann es einfach machen, ich mache es einfach just so mal für euch. Das hier war, glaube ich, Russisch. Jetzt bin ich aber überlegen gewesen. Welche Sprache war das denn gewesen? Ja, Goldmausdog, wie gesagt, wie geht's dir so? Wie läuft dein Leben so ab gerade? Ist bestimmt traurig, oder? Und ja, ist halt, wie gesagt, es ist wirklich Glück, ob du guten Loot bekommst oder nicht. Was sollen angeblich die gleichen Server sein, was ich auch denke. Also alle spielen auf einem einzigen globalen Server und die können sich gegenseitig suchen. Und die Sprache hat dann nicht wirklich viel, viel Ausschlag darauf. Oder Einwirkung. Auswirkung, so heißt es. Hi Clash Mind TV, ich stelle mal wieder auf Deutsch zurück. Hi Clash Mind TV, wie geht's dir so? Okay. Ist der Clan nur auf Einladung? Ja, ich würde mal Clan nur auf Einladung machen, auch. Wenn da mal Platz ist, weil offen für alle ist ja auch doof. Kann ja jeder reinjoinen, ist ja auch dumm. Finde ich nicht, naja, für Leute halt, die keine Leute haben, die rein wollen, ist das schon toll. 86.000 Leute, was ist denn das, bitteschön? Was ist das für eine Base? Oh Gott. Krise, wo bist du eigentlich, hä? Du hast gesagt, du bleibst hier, jetzt komm auch, jetzt schreib auch. Oh Gott, Alter, was ist das für ein Typ? Wie Einsermauern? Sind das, ne, Zweiermauern, glaube ich, sind das. Zweiermauern und dann sowas, ey, ist ja Wahnsinn. So, 204, oh, das nehmen wir auf jeden Fall mit, logisch. Wir können uns Rad noch mitnehmen. Mit Glück, die Queen kann hier hinten auf jeden Fall das Ding kaputt machen, dieses Goldlager. Mit ein paar Bogenschützen. Und meine anderen Einheiten killen hier hinten die ganzen Goldlager. 250.000 Gold, ich kann auch 1 Million anspeichern. Sobald ich das ganze Gold kriegen würde, aber ich glaube nicht. So. Ah, das ist gemein. Wenn nur die Queen das erreichen könnte.
Aber auch gerade nur so. Ist jetzt nicht einfach gewesen für die Queen. Ja, die wird schon vom Tesla penetriert. Okay, also viel kam da jetzt nicht bei raus, aber wir haben auf jeden Fall das Goldlager vernichtet. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. 160.000 Gold, sehr schön. Ja, VY, also ich weiß nicht, wie gesagt, mit der Sprache, ich denke, das ist einfach nur, dass es gleich ist. Also ich dachte auch mal, es wäre besser gewesen, aber ich farm jetzt auch seit Ewigkeiten auf Deutsch und das macht keinen Unterschied. Nee, freaking LP, ich mache in meinen Videos keine Facecam, weil ich finde, das stört einfach nur. Ich finde, sowas stört einfach nur und deswegen, ich möchte die Leute wirklich das Spiel beibringen und nicht mich selber, weißt du? Wenn ich mich selber, wenn ich den Leuten mich beibringen oder näher bringen will, dann livestream ich halt. Hi, Krisi, darfst du ja. Die STD-Base, die war von einem, was eine Schande für unser Land. Ja, ach, es gibt genug Schande für unser Land. Ich kenne da einen in meinem Chat, der ist da so einer. Ich sag aber nicht wer, er muss da selber, also, ja. Ach so, die WTF-Base, nicht die Stunden-Base, haha. Oh, jetzt aber schlechte Werbung. Aber wenn ich dann die Deepod benutze, wenn ich dann die Deepod habe, dann werde ich auf jeden Fall richtig gut abstimmen von Wortfilter und so weiter. Und den Points. Aber mit den Points ist richtig gut. Da werde ich auf jeden Fall bis zum nächsten Stream, werde ich mir richtig schön was einfallen lassen. Dann gucken wir auf jeden Fall mal. Bezüglich Base Rewards, was die Kosten werden und so weiter, muss ich mal gucken. Und wie viele Punkte ich pro Minute und so weiter vergebe. Ja. Aber mit der Währung ist keine schlechte Idee. Aber wie gesagt, ich musste erstmal hinschicken und alles und ach, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber ich muss, ansonsten gibt es ja keinen guten Bot anscheinend mit Währung und so weiter. Oh, was ist das denn? Ach, lohnt sich auch nicht, für 60.000. 142.000 lohnt sich schon eher, aber ich komme noch nicht ran an das Gold. Ist ja auch ein Ärger. Ich gehe wieder zurück, ich muss Einheiten tanken. So. 19 Uhr. Neue Steam Sale Angebote. Gucken wir mal. War the Game. Das habe ich heute bei Greenlight gesehen. Und heute ist es dann schon raus. Das ist ja interessant. Retention. Ah, sieht das noch anders? Interessant aus. Nee, doch nicht. So leicht kann man sich irren. Doch nicht so mein Ding. 133, das gibt's doch nicht. Goldmaus, wo bist denn du? Warum lässt du mich immer im Stich? Ist aber nicht nett von dir. Ja, aus der rein, Timber Clash. Tim der Clash. Clasher. Schön, dass du hier warst. Mr. X, seit wird mit D geschrieben. In diesem Kontext. Ja, mir geht's natürlich super, also ich habe hier was zu lachen in dem Stream, ich habe super tolle Community, die schreiben und so weiter. Mir muss es ja gerade super gehen. Du farmst gerade Level 8 am Morgen? Ach du Scheiße, mein Beileid. Mein Beileid. Und ich will das Elixier haben. Auf jeden Fall, ach nö, oder? Ey, das kann doch nicht ernst sein, dass hier in jeder fucking Klamburg Einheiten drin sind und nicht wenig. 100.000 neue Einheiten hier drin. Mach das den Magetum kaputt, das wäre total nett. Ah, wunderbar. Magetum down. Sehr schön. Und auf geht's rein. Auf geht's weiter rein. Naja, das ist schlecht. Das ist schlecht. So, machen wir ganz kurz die Tesla kaputt. Geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Schön auf das Elixier, Baba. Baba und König. Oh, geil, ey. So much Elixier. Ne, komm, gib mir das Elixier. Bam! Meine. Ah, ein Bogenschütze geht da hinten nur hin. Das rechte Elixierlager ist leider... wird leider nicht so toll auseinandergenommen. Ist aber sehr schade. Hm, wir können sogar zum anderen Dings noch kommen, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Dafür ist der Bogenkönig zu schwach. Schade, schade. Zu wenig eigentlich geschafft, aber ist egal. Wobei, komm, lass mal den noch.
Lass mal das dunkle Elixier holen. Scheiß drauf. Ich bin aggressiv? Wer ich denn? Nee, ich bin nicht aggressiv. Hallo? Ich bin aber total nett und so. Wo bin ich denn aggressiv, freaking LP? Hallo? Wo bin ich denn aggressiv, hm? Hm? Ich bin nicht aggressiv. Hast du das nicht irgendwo gespeichert? VY? Hi Hamste! Was geht ab? Wie geht's dir heute so abends? Geht's dir gut, ja? Und hi App Tobi! Geht's dir auch gut? Für wen seid ihr bei der Ballon? Da? Da? Ballon da? Ballon? Ne, ich kann auch keinen Kontext finden gerade. So, da wäre ein neues Clash of Clans Video. Neue Clan Warbase, also nach dem Stream könnt ihr euch gerne mal mein neues Clash of Clans Video angucken um 19 Uhr, was gerade vor 27 Minuten online gegangen ist. Wie lange spielst du schon Clash of Clans? Oh, ich spiele schon eine ganze Weile. Also ich glaube, ich spiele seit Juli. Juli letzten Jahres spiele ich, glaube ich. Und bin schon Ratenstufe 9. Leider nicht. Ah, das ist ärgerlich. Also hast du es wenigstens jetzt gespeichert. Also hier auf jeden Fall mal mit Google Plus verbinden. Und mit Facebook verbinden. Am besten noch mit einem anderen Gerät. Also es passt auf jeden Fall mal ganz nice, wenn man es mit einem anderen Gerät verbindet. Freaking LP, sag mal, warum bin ich eigentlich gemein? Oder aggressiv? Ich bin doch nicht aggressiv. Ballon d'Or ist der Weltfußballer des Jahres. Ah, oh, okay. Nee, okay. Ich habe von Fußball keine Ahnung. Hab ich leider keine Ahnung. Kann ich in deinen Clan? Hamster, der ist leider voll. Tut mir leid. Der Clan ist leider voll. Da kannst du leider nicht rein. Schade. Ja, ich spiele erst ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr spiele ich erst. Warum? Du bist Max. Ach so. Nee, ich bin noch nicht aggressiv, nur weil ich dich kicke. Hallo? Ich habe ja nur das Wohl des Clanes im Kopf. Nicht traurig sein, weil ich euch kicke. Das ist nichts Persönliches. Das ist einfach nur so, dass ihr die Spielleistung für den Clan-Schnitt nicht erreicht habt. Ja, ich spiele halt aktiv, weißt du? 5 Bauarbeiter. Oh, das ist nice. Das ist sehr nice. Holen wir uns erstmal, ja komm, gönn dir erstmal richtig fett alle Chips und so weiter. Gönnt man sich. Erstmal alles hier umnieten und dann holen wir uns auf jeden Fall die Goldlager. Ja, wann kann ich muss erstmal ganz kurz sterben. So, und auf geht's. Nee, böse. Boah, Gold, 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 Leute, Gold, Gold, Gold. Mein Gold. Mein Gold, meines Gold, alles meins. Bäm, 100.000 noch. 90, 80, 70, 60. Alter, so schnell kann ich gar nicht zählen, wie schnell das unten ist, das Gold. Wahnsinn. Und noch ein Elixierlager. Geile Sache. Der hat echt die Dings echt gut gestellt, die Lager. Für mich, danke. Ja, hi. Almutz. Wie geht's dir denn so? Kann ich beenden, wa? Zack, 124.000 Gold wieder. Sehr schön. Weißt du, ich kann ja ganz kurz mal nachgucken, wann ich mit Dings angefangen hatte. Mit Clash of Clans. Ich habe angefangen. 7.7. Was ist denn das? Mai, Juni, Juli. Ne, ist Juli gewesen. Juli, Anfang Juli habe ich den ersten Part von Clash of Clans erstellt, vom Clash of Clans Let's Play. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, also wie gesagt, die ganzen Kicks sind meistens nicht persönlich gemeint. Deswegen nehmt es euch nicht zu schwer. Ja, weiß ich auch nicht, Sebo, keine Ahnung. Der hat uns verlassen. Uwe, wo bist du? Wir vermissen dich alle. Du spielst jeden Tag 4 Stunden, also ich weiß nicht, wahrscheinlich verbringe ich 4 Stunden auch jeden Tag in Clash of Clans, aber effektiv spiele ich nicht 4 Stunden.
Das ist mir dann doch ein bisschen too much. Ich nehme ja auch vieles anderes auf. Ich bin ja generell ein Let's Player auf YouTube und da habe ich halt nicht so viel Zeit, in einem normalen Spiel oder in einem Spiel so lange rumzuhängen. Ich bin 21 Jahre alt geworden vor wenigen Tagen. Ich glaube, vor 8 Tagen, glaube ich. Du siehst die Videos nicht, Minecraft-Player. Das ist natürlich sehr schade. Da kann ich aber leider auch nichts dran ändern, weil ich die Qualität nur ändern kann, wenn ich Twitch-Partner bin. Und ich bin leider kein Twitch-Partner. Das tut mir natürlich sehr leid, aber da kann ich leider nichts dran ändern. Du bist 10, lol, Bube. Ist ja sehr alt. Ich werde nicht starten können. Ja, Krise, ich rate auch nicht, Clash of Clans zu spielen, wenn du nicht genug Zeit hast. Das Game ist einfach unglaublich, unglaublich zeitintensiv. Also da sollte man sich schon ein bisschen Zeit nehmen für das Spiel. Nee, Zockerkind, ich werde. Das wird bei einem anderen Spiel bleiben. Ich habe es auch nicht mehr auf dem Tablet installiert. Das ist weg schon lange. Das ist schon lange weg. Man musste noch nie was für BlueStacks bezahlen. Das war immer schon kostenlos. Du musst ja halt nur dann Apps installieren, statt BlueStacks zu bezahlen, indem du halt Geld bezahlst. Oder unterstützt, indem du Geld bezahlst. BlueStacks war an sich aber eigentlich schon immer kostenlos. Das sind zwei. Alter, was hat denn der für kranke Mauern, Alter? Holy shit. Das soll man lieber mal die Ressourcen geben, statt die Mauern das in die Mauern zu pumpen. 152.000, aber nicht alles in den Lagern drin. Schade. Und wie gesagt, nein, man muss nichts bei BlueStacks bezahlen. Das ist absolut kostenlos. Wir nehmen uns auf jeden Fall die beiden. Nehmen wir uns die beiden Goldlager mit? Und wie viel wollen wir wetten, dass Einheiten der Klamauk drin sind? Schreibt mal, was ihr denkt, ob Einheiten der Klamauk gerade drin sind. Schreibt mal. Ich lasse mal ganz kurz das Dorf warten. Wir haben ja eh genug Zeit. Ich denke mal hundertprozentig, dass Einheiten der Klamauk drin sein werden. App Tobi, meinst du in meinem Clan? Weiß ich nicht. Also der Clan ist aktuell voll. Und deswegen passt da keiner mehr rein. Freaking LPS ist nicht, es ist nicht deine Sache, die für die Einhaltung der Regeln zu stimmen. Mach dir mal keine Sorgen, darum kümmere ich mich schon dran. Du denkst, es ist nichts drin, ne? Achso, Akkumulierung. Ach ja. Kennst du das Aufnahmeprogramm Mobius und Dark? Ja, ich kenne das Aufnahmeprogramm, aber. Und? Wow, mal nichts drin, ist ja Wahnsinn. Das ist ja erstaunlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Man kann sich aber warnen, könnte ich killen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da mal nichts drin ist. Nein, böse Queen, die läuft schon wieder falsch. Die läuft falsch. Jawohl, jetzt läuft sie richtig. Und wie gesagt, ja, ich kenne das Aufnahmeprogramm Mobizen. Das ist halt für mobile Geräte, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Also, ich finde es in dem Sinne kacke, weil es bei mir nicht funktioniert hat. Hallo Jafke. Ja, Zockerkind, haust da rein. War cool, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe eigentlich, ja, ich würde eigentlich auch nicht mehr so viel spielen, würde ich keine Let's Play-Projekte davon machen. Ah, sowas wie LOL spiele ich auch schon lange nicht mehr. Das macht mir dann doch keinen Spaß. So, ich glaube, mein Goldvorrat wird gleich richtig, richtig krass runtergehen. Was eigentlich dumm ist, sollte ich wirklich das ganze Gold dafür benutzen? Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich meine 6er Mauern auf 7 machen. Hi Bauchnabelradius, ein schöner Name übrigens. Goldmaus Duck, du kannst gerne in meinen Clan kommen, weil wir brauchen so nette und soziale Spieler wie dich immer jederzeit. Parodontitis apicalis. Es ist lateinisch, aber ich weiß nicht, was es das heißt. Scheiße. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich kann mir in dem Kontext schon vielleicht denken, was es heißen könnte.
Oh Gott! Ja, war nicht übel. Ich soll alle morgen auf 7 machen, ja? Jafke, sagst du? Also, weißt du, ich bin jetzt zufrieden mit meinem iPad 2. Also, bei mir läuft es mit Air-Server ganz wunderbar. Also, ich habe damit keine Probleme. Ich brauche Mobis und so weiter gar nicht. Ich habe Air-Server, das reicht. Das ist wunderbar. Ja, App-Tobi, war dann trotzdem toll, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal dann. Wenn du gehen solltest, heißt da noch nichts. Vielleicht bleibst du ja doch noch eine Weile. Das sind 118.000. Ich will in die Mitte eigentlich reinkommen. Aber ich habe alles, ne? Ich habe ja alle Einheiten, habe ich ja. Coole Sache. Das Geile wäre natürlich jetzt noch, hätte ich Blitzzauber oder Wutzauber, aber ist leider nicht, wa? Ich muss auf jeden Fall in die Mitte kommen. Guck mal, hier machen wir ganz die Tesla kaputt hier. Wir greifen mal von vielen verschiedenen Seiten hier an. Bam, 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 rauf da, immer schön ruf da. Na, Queen, wo läufst du lang? Verdammt! Oh, danke. Die Bombe hat meinen Einheiten den Arsch gerettet. Weil die Bombe sie weggestoßen hat. Ach, die Queen ist la... Scheiße, Mann. Wo läuft... Was macht ihr schon wieder, ihr behinderten Einheiten da hinten? Ah, der angefangen total für den Arsch. Fuck, ey. Nix bekommen wir. Ich hasse Kleinbogen. Man sollte Kleinbogen wirklich aus dem Spiel nehmen. Das ist scheiße. Hey, hi Karl-Heinz Piet, was geht ab? Dich kenne ich doch auch irgendwoher. Du warst schon öfters im Stream dabei, aber ich weiß jetzt gar nicht, ist leider nicht genau, ob ich irgendeinen anderen Namen von dir kenne oder so. Hey, du bist zurück. Yay, yeah, jetzt geht ja Party ab hier. Okay, Leute. Soll ich den Dings zu Ende jammen, den X-Bogen, oder soll man noch warten bis 21 Uhr? Lol, Bube, die haben doch Mindestanforderungen. Und meistens jeder Clan hat Mindestanforderungen. Wenn du die nicht erfüllst, kommst du leider nicht rein. Und anscheinend ist der Clan von Pixelklatsche etwas zu hoch für dich, deswegen musst du entweder in einen anderen Clan reingehen oder warten, bis du soweit bist. Warte am besten die Loons für Balloonien aus. Werte, was? Karl-Heinz Piet, werte am besten die Loons für Balloonien aus? Ach so, du meinst, ich soll die Ballons aufwerten, hier im Labor meinst du? Ja, kommt auch noch dran, keine Sorge. Die kommen auch dran, aber 10 Tage ist heftig, nach dem Barbaren auf jeden Fall. Die Queen ist richtig, richtig cool auf jeden Fall. Die ist richtig nice. Ich frag mich, wie ich ohne die Queen leben konnte. Die ist so awesome. Ich soll jammen jetzt, ja? Jammen! Okay, wir jammen ihn jetzt. Möchte eine Herkunft auf den Knopf drücken? So. Jetzt, einer muss herkommen und auf den Knopf drücken. Okay, ich jam's fertig. X-Bogen! Awesome! Direkt Luft und Boden. Ich hab's beim Clankrieg vergessen gehabt beim letzten Mal. Ach, scheiße, ich habe beim letzten Clankrieg echt vergessen gehabt, auf Boden Luft umzustellen. Das ist echt ärgerlich gewesen. Nur deswegen konnte mich der eine Gegner besiegen. So. Und das schwindet, mein Gold, das ist unfassbar. Seht euch das Gold an, wie es einfach verschwindet. Könnt ihr das Gold sehen, wie es einfach verschwindet? Ich weiß nicht, auf magische Art verschwindet das gerade. Ich weiß gar nicht wohin. Es ist einfach weg. Es verschwindet gerade. Das ist so kacke, Mann. Das ist so teuer. Das ist so abartig, wirklich. Das ist so abartig. Schaffe ich alle? Boah, ich schaff sogar alle, weiß ja Wahnsinn. Guckt euch die awesome Kacke an hier. Alle Mauern auf 7, Leute. Alle Mauern auf 7. Das war easy going. Ist ja wenig gefarmt, das hier habe ich. Okay. Und wieder alles Gold farmen müssen. Da komme ich allerdings nicht ran.
Morgen Mathearbeit, ja, viel Spaß. Aber Mathe war mal total cool. Ich vermisse Mathe total. Jamin, Jamin, Jamin! Ach, lol, Bube, sei nicht so, nein, nicht so, nein, sei nicht so traurig. Das ist einfach so. Du kommst einfach nicht rein, fertig aus. Bring nichts rum zu diskutieren, die sind einfach Clan Meister. Ein Clan Leader, hast du nicht gesehen. Da zu diskutieren hat keinen Sinn. Die bestimmen und fertig. Ach nee, zwei Mörser. Das ist ja nicht so cool. Oh, 50% wäre ganz nice. So, hier haben wir auf jeden Fall ein paar Bogenschützen. Du bist echt der größte Klappen hier unten. Hier nach drunter. Was? Dem Deutsch. Verstehe ich auch nicht, warum manche Leute das Rathaus waschen. Keine Ahnung. Cannot understand it. So, was soll ich jetzt mit dem Elixier machen, Leute? Sagt mal. Ich habe jetzt 5,79 Millionen Elixier und ich muss irgendwas mit dem Elixier machen. Ach, genau, ich wollte einen Bohrer machen. Hat's erledigt, danke. Ihr braucht nichts mehr sagen. Ne, die Queen wollte ich doch machen. Ach, scheiße. Na toll. Hättet ihr mal vorher was gesagt. Wisst ihr, jetzt habe ich wegen euch den Bohrer gemacht. Was los, Leubube, Mensch? Ja, bin da, Dagi. Hi, Illogex Force. Was geht? Ja, da sind 6 Millionen Gold einfach weg, ne? Einfach weg. Push, push. Verkackt. Weg. Alles weg. Armeelager. Ja, jetzt ist es zu spät. Auf Dings reicht auf jeden Fall schon mal auf 1. Ist doch super. Awesome. 50.000 Elixier-Ladekosten. Ach Gott, du bist ein Pausenclown, ne? Und deine Mutter. Eine Hure. Queen, ja, ich wollte doch die Queen machen. Ah ne, kann ich ja gar nicht. Ich muss ja hier farmen, ne? Geht ja. Ja, alles schon richtig gemacht. Ich muss ja, das ist so awesome. Ich muss sagen, dieser dunkle Elixierbohrer auf 4 hat schon mal richtig, richtig heftig. Also 60 pro Stunde. Nächstes Mal gibt es dann nochmal 20 pro Stunde mehr. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und hier muss ich dann. Ich werde auf jeden Fall erstmal den Fokus auf die Elixierlager legen. Auf die Elixierlager, auf die Bohrer legen. Deswegen muss ich ganz, ganz viel Elixier farmen. Aber das dauert. Das dauert wirklich extrem lange. 74.000 Gold. Mal, ob das was bringt. Keine Ahnung. Ja, total langsam seid ihr, also wirklich. Go Queen, besorg mir Elixier, Bitch. Ja, die Queen ist so awesome. Ah, die hat ein bisschen wenig Leben noch auf Stufe 2. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Da fehlt noch ein bisschen Lebenspunkte bei ihr drauf. Ich wohne in Berlin. In dem wunderschönen Berlin. Ja, ich glaube mir das selber nicht mal, dass es wunderschön ist. Nein, ich wohne in Berlin. Ist okay. Könnte sein, dass ihr dieselbe IP habt und wenn ich dich bei Twitch melde, sein Channel vielleicht geschlossen wird. Welcher Channel? Und wer noch? Ich bin alleine hier, hallo? Ich weiß nicht, wen du noch meinst. Clash of Clans 98, heute mache ich keine Base Reviews mehr. Ich habe von 19 bis von 17 bis 19 Uhr Base Reviews gemacht. Und jetzt möchte ich einfach noch gechillt mit euch reden. Und ein bisschen mit euch, ja, ein bisschen farmen, reden und so weiter. 63 Viewer, Leute, Hallöchen, wer ist denn überhaupt alles da? Mensch, ist ja Wahnsinn, gar nicht gemerkt, dass so viele Leute da sind. Dein Lightbot und Darkhunter als Moderatoren, wer möchte eigentlich Moderator sein? Ich weiß nicht, irgendjemand müsste noch Moderator sein. Also wenn ihr wieder Leute gekickt, ist egal. Ja, der Shooter 339 ist da, Freaking LP, Karl-Heinz Piet.
Flosch, ganz, ganz viele Leute. Klinkus, Maxus, Emi, PvP, 1, Electrics Force, kennen wir ja auch. Xaver kennen wir noch nicht. Hallöchen, Xaver, du bist so still. Marco Placer, die hatte ich schon mal in der letzten Stream mal gesehen gehabt. Müley 5, der war auch schon mal da gewesen, heute. Z-Frost, Bizeps, der ist auch neu. Den habe ich auch noch vorher gelesen. Daniel 16288, neu. Akramur ist auch total neu. Also ich habe den vorher noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe auch seine Handynummer gar nicht und schreibe auch nicht über WhatsApp und so weiter. Knopfkönig ist neu. Nico 0203 ist nicht neu. Sim 31246 ist, glaube ich, neu. G-Star ist nicht neu. Yannick ist... Yannick? Weiß ich nicht. Hallöchen, Leinick, Overshit, hi. Sitch for the win, hi. Wer ist noch? Knackwurst 30 noch, hi. Stefanovic, hi. Wen haben wir sonst noch? Fimakro 200, hi. Zeki 80, hi. Und das war's. Keine neuen Leute sonst noch mehr dazu. Wunderschönes Berlin, absolut. Also Berlin bei Nacht, damit man keine Leute sieht, ist wunderbar. Finde ich total cool, deswegen gehe ich mal abends einkaufen. So kurz vor 22 Uhr, weil ich da keine Menschen sehen muss. Keine super netten, total hübschen Menschen mit 2 Kilo Schminke auf dem Gesicht. Und ein schönes Rathaus draußen, das ist doch wunderbar. Das lohnt sich doch definitiv, oder? Muss mal gucken, ob irgendwo noch drinnen welche? Ne, war das alles draußen. Ich weiß nicht, warum die Leute die ganze Zeit die Sammler draußen lassen. Und voll vor allem, oh, ist das toll. Voll sind die toll. Boah, Babanki, ich verpiss dich ja, das ist meine Goldmine, du fettes Stück. Ich komme in die Goldmine. Okay, Goldmine ist kaputt. Wunderbar. Alles in Ordnung. Wo ist denn der Bohrer? Hat er es doch im dunklen XT-Lager drin, ja? Sehr ärgerlich. Du willst Mod sein, Goldmaus, Doc? Auf jeden Fall, also ich werd dir gleich Mod geben. Warte, warte. Ich gebe dir gleich Mod. So, wo haben wir dich denn? Da. Das hier ist Mod, ne? Mit der Uhr. Dass du die Uhr mal umstellen kannst und so weiter, ist, glaube ich, Mod. Gibt der Queen einen Namen, zum Beispiel Lara? Ne, Lara ist kein richtiger Name für die Queen. Die muss schon anders heißen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich sie nennen werde. Vielleicht kann ich sie Ariel nennen. Ariel ist ein schöner Name, oder? Für eine Bogenschützin. Super toll. Meine Größe auf Level 1, hier sind dann meine aktuellen Einheitenlevel. Wie sie alle Mod werden wollen. What the fuck? Karl-Heinz Piet, man kann bei Twitch Pirate Nachrichten checken. Klick einfach mal auf meinen Namen drauf. Wenn du auf meinen Namen drauf klickst, kannst du hier Message klicken. Hier, klicken. Message klicken, dann kannst du hier dieses riesige Wort Message halt als Nachrichten. Da kannst du mir eine Message schicken, wenn du möchtest. Kannst du mir gerne 25 Euro iTunes Card schicken, wenn du möchtest. Wenn du dazu Bock hast. Also Messages gibt es auf der größten Streaming-Plattform der Welt schon. Also ich glaube, so Steinzeit sind sie doch nicht. Ja, stimmt, Akramu muss mal. Ja, komm. Akramu kriegt Mod. Jeder möchte Mod werden. Nicht jeder möchte Mod werden, jeder möchte Mod sein. Du kennst alle Comments, darf ich auch Mod? Was hat der Big Bobby geschrieben? What? Was ist los mit dir? Big Boy. Big Billy. Nee. Karl-Heinz Piet auf Uwe. Ich heiße nicht UWL auf YouTube. Das heißt nur so ein Loser. Na, das ist der einzige. Wer will den mal ganz kurz kicken? Akramu, du kannst gerne mal deine erste Mod-Tätigkeit machen und den Typen kicken, wenn du möchtest. Bann ihn. Kick ihn, bann ihn, wie auch immer du möchtest. 104. Oh, das ist aber schick. Aber wenn jetzt hier einer mit so viel. Oh, Alter, so viel Riesenbombe und alles, what the fuck. Kannst du gerne mal kicken. Wenn du Spaß dran hast.
Wir werden uns auf jeden Fall das dunkle Elixier noch holen, denke ich mal. Ja, Karl-Heinz Speed, ich glaube auf der App geht das nicht, musst du auf am PC kommen, wenn du das verschicken willst. Ansonsten halt mir eine YouTube-PM schicken, das geht auf jeden Fall von der YouTube-App aus. Einfach eine PM schicken, wo du den Code reinschickst, kein Problem. Ich streame doch noch, Alter, warum fragt jeder jedes Mal, wann kommt der nächste Stream? Lass doch erstmal den aktuellen Stream auslaufen. Ja, Zocker 88, 89, deswegen bist du kein Mod. Weil hier dann gar keiner mehr drin wäre, wenn du aufräumen würdest. Ne, das war der falsche. Der da. Hast du den schon jetzt getimeoutet? Ne, war? Hast du noch nicht. Sonst wäre der Message deleted. Oh, mein King ist gleich down. Das war doof. Hätte ich eher reagieren müssen. So. Auf jeden Fall, der erste X-Bogen ist fertig, Leute. Auf jeden Fall, wenn ich angegriffen werde, zeige ich auf jeden Fall von der Defense her. Ich überlege gerade, was richtig, richtig beschissen ist. Scheiße. Ah, ich glaube, mein Content für den nächsten Clash of Clans Part habe ich verkackt. Habe ich recht? Oder? Nein, die sind noch da. Okay. Die Wiederholungen noch. Ja, da muss ich halt auf jeden Fall noch aufnehmen. Wie gesagt, VY, ich weiß noch nicht, wann der nächste Stream kommt. Das kündige ich immer auf meinem YouTube-Kanal an, wann ein Livestream kommen wird. Deswegen könnt ihr gerne dort mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Das kann ich nicht sagen. Ich mache das meistens immer spontan. Meistens immer sonntags oder montags. Meistens sonntags nicht, weil dort die meisten Leute farmen. Und montags ist immer ganz nützlich oder ganz, ganz cool, weil halt die meisten Leute arbeiten sind. Und danach, nach der Arbeit, haben sie gar keinen Bock, irgendwas anderes zu machen und zocken kann Clash of Clans. Beide Akramo, aber ich habe das schon gemacht. Ist kein Problem. Dürfte ich auch Mod werden? Nein, Black Skill, du darfst nicht. Ja, hi Leubube, schön, dass du neu bist. Aber ich meine jetzt von den Namen her, die ich bisher im Chat gelesen hatte. Ballondor, keine Ahnung, wer es sein soll. Aber gut, dass ich jetzt aufgeklärt wurde, dass es irgendwas mit Fußball zu tun hat. Oder ich klicke auf seinen Namen und klicke auf OP-User. Ich müsste dann übrigens mal meine Befehle ganz kurz ändern. Ich merke schon, dass einige Leute hier Befehle testen. Die sind aber nicht mehr top aktuell da unten. Das ist weg und das ist weg. Doch, habe ich schon alles in Ordnung. Na, das war schlecht. Ah, okay. Wunderbar. Ne, ich zeige den Clankrieg nicht. Müsst ihr euch meine Videos angucken. In den Videos zeige ich den Clankrieg. Hm, ne, der hat zu viele Lager davon. Das ist doof. Du weißt nicht, was ein Mod macht, aber du willst auch. Ah, ich weiß, ich achte da schon drauf, wenn ich timeoute, don't worry. Ich guck da schon drauf. Hi Galaxy Kono, natürlich begrüße ich jeden hier. Ich begrüße jeden einzelnen hier. Das ist einfach. Ist es einfach? Ich glaube nicht, dass es einfach ist. Es sieht einfach aus, aber es ist nicht so einfach. Aber 60.000 Gold pro... Pro Gold da, jetzt nehmen wir auf jeden Fall mit. So, hier haben wir noch schöne Dings. Schöne Klamburg. Und auf geht's, erstmal den König töten. Der alte Sack. Okay, mit der Trap kaum einen getroffen. Mit dem Tellereisen. Ist schon mal schön. Oh, sogar 6er Magier, der 6er Bogenschütze, der Dings drin gehabt in der Klamburg. Sehr, sehr nice. Mod des Moderator für den Chat. Der moderiert dann halt den Chat, kann Leute kicken, timeouten und so weiter. Und sorgt halt für Ordnung. In den meisten Fällen zumindest. Krisi macht's gerade nicht.
Ah, wird schon werden, okay. Ah, ist doch kacke. Komme ich an die Dings an, das dunkle Elixierlager noch? Nee, wa? Da will meine Queen nicht so wirklich. Ich denke mal, sie wird das andere, hm? Nee, lohnt sie nicht. Aber ich habe mir 2 Sterne geholt, 19 Pokale, ist doch schön. Krieg sie aber den Dings lassen hier, den Goldmaus. Den, selbst wenn er beleidigt, ist egal. Der soll mal bleiben. Aber allein so, das ganze englische Gelaber kannst du ruhig kicken. Motherfuckers, Big Boy. Was hat er angeschrieben? Ne, keine Ahnung. Andere geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was er geschrieben hat. Ich habe ihn getimeoutet. Ne, wie gesagt, Clash of Clan. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich heute keine Bewertung mehr mache. Zuhören. Öhrchen, hast du nicht nur zum Dreck rausholen? Ja, Karl-Heinz Peter Staunz war über den Clan-Befehl. Boah, richtig heftig. Ich bin doch höflich, hallo? Wo bin ich jetzt nicht höflich gewesen? Sag mal. Ich bin doch sowas von höflich gewesen den ganzen Tag heute. Den kompletten Tag bin ich doch total höflich gewesen, oder? Ich bin 10. Ja, Leon Player 97, mir geht's wunderbar. Und dir? Was geht so bei dir? Mich kotzt es richtig an, dass ich keine Blitzzauber habe. Alter. Ich hätte jetzt schon mindestens noch 25 Millionen dunkles Elixier stehlen können. Aber nein. Ist nicht. Da haben wir auf jeden Fall ein Goldlager, was ich mitnehmen kann. Da wird eine Tesla drin stehen. Das ist doch kacke schon wieder. Warum sind da überall Verteidigungsgebäude? Das finde ich nicht nett von denen. Dass sie da überall alle verteidigen müssen. Ja, aber doch klar, dass da eine Tesla drin steht. Ist sowas von offensichtlich gewesen. Machen wir der Queen noch hinterher. Ich brauche auf jeden Fall die Fähigkeit der Queen, weil die ist unglaublich wichtig, die Queen-Fähigkeit. Schöner Wutzauber für die ganzen... Ne, hat die Wutzauber? Ich glaube, die ist nur unsichtbar. Die wird nur unsichtbar. Alter, die ganzen Einheiten da hinten. Da fuck, alle tot. Alle tot. Alle weg, alle weg. Ah, dann gute Besserung, dass dein Fieber schnell wieder weggeht. Ich kann auch keine Clan heute besuchen. Ist mir heute irgendwie nicht möglich. Ja, dann fragt man das gar nicht, wenn du kurz... egal. Nein, bei meinem Clan ist gerade kein Platz frei. Null. Zero. Und so schnell ist da auch kein Platz frei. Weil da immer so viele Leute rein wollen. Das ist Wahnsinn. Hallo, Juni Hupsch. Wie geht's dir? Also wie gesagt, in meinem Clan ist meistens immer nach dem Clankrieg, also wahrscheinlich werdet ihr sowieso nicht so lange warten können wollen, nach dem Clankrieg am Sonntag meistens immer Plätze frei, weil ich dann Leute kicke, die den Clan soll nicht erfüllen. Nee, ich stimme nicht bis 24 Uhr, das war's. Nach der 1 Stunde, dann reicht es mir das. Ich muss noch essen. Ich habe Hunger, ich muss noch eine Aufnahme machen. Heute früh ins Bett, da ich morgen ausgeschlafen bin auf Arbeit. Du magst keine Gems ausgeben. Tja, geht auch. Keine Gems ausgeben. Ich möchte nicht dein Freund sein, Juni Hupsch, aber ich nett, dass du fragst. Danke für das Angebot. Okay. Aber sie ruft sie. Doch, die ruft Bogenschützen dabei. Doch, die ruft Bogenschützen dabei. Schon richtig. Alles schon in Ordnung. Nee, um was ging es denn gerade? Ne, bei mir ging es gerade um das, ob die Wutzauber macht. Aber nein, die macht keine Wutzauber, ne? Die macht nur sich selber unsichtbar. Heilt sich halt, ruft Bogenschützen herbei und macht halt anscheinend Schaden. Aber sie hat keinen Wutzauber, ne? Das ist nur für die Barbarenkönig. Hello, Sirius! Was geht? 3,6 Sekunden. Karl-Heinz Peter, 3,6 Sekunden, 3,6 Sekunden, 3,6, da steht's. Oder? 3,6 Sekunden, ah, ich hab recht. Ich habe zwar Twitter, aber ich benutze aktiv Twitter nicht. Ich, weil Follower, was?
spawned. Karl-Heinz Beat spawned. S-P-A-W-N-T. Nicht spannt. Er spannt. Sie spannt keine Bogies. Ja, Clash of Clans 98 tut mir natürlich leid. Aber das alleine reicht mir ja noch nicht, um zu gucken, ob du genug für, gut genug für den Clan bist. Ich gucke mir die Leute immer persönlich an. Und entscheide dann, ob sie gut genug sind für den Clan oder nicht. Wenn du 1000 Follower hast, 24 Stunden Livestream, ich glaube nicht. Nicht bei 1000. Weiß nicht, bei 5 oder 10.000 könnte man es vielleicht durchaus machen, aber bei 1000 ist nicht so. So, wo ist hier noch eine Mine und so weiter? Nee, da sind noch Minen. Hier unten muss ich noch rein. Weil da noch eine Goldmine hinten ist. Ich hasse Mörser, wirklich. Ich hasse sie. Ich hasse die Queen, dass sie so dumm läuft. Okay. Na, hat zumindest viel von den Dings rausgenommen. Von dem Gold-Sammler. Ich hasse Mörser. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Geh mal richtig krass auf den Zeiger. Bäm, und der nächste Ding weg. Vielleicht kriegen wir noch 50%, das wäre total nett, aber ich glaube, das kriegen wir nicht, bevor der Barbarenkönig abnippelt. Aber ich weiß nicht. Ha! Noobs! Okay, schaffen wir. Auf jeden Fall den einen Stern. Was? Warum hat der Fuck you geschrieben? Ist aber echt nicht nett. Hallo Knackwurst! Was geht ab? Darkwert, alles deine Nummer von dem Stream? Was für eine Nummer? Was für eine Nummer meinst du? Ich weiß, das ist der Autokorrektur. Ich weiß nicht, warum ihr alle Autokorrektur dran anhabt. Ich finde das total Käse, diese Autokorrektur. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf meinem iPad ausstellen kann, diese Autokorrektur. Gib mir mega auf den Sack. Kannst du mir eine Anfrage machen auf Titer Hubsch? Nee, ich bin, wie gesagt, ich bin auf Twitter. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht auf Twitter. Ich bin nicht auf Twitter. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ich es noch sagen muss. Ich bin nicht auf Twitter. Du willst Mode broke back? Was? Hallo Krawallo? Krawallo? Ja, Karl-Heinz Beat, wenn du es möchtest, dann kannst du es gerne machen. Wäre natürlich total nett. Dann könnte ich mir in Clash of Clans nochmal Juwelen kaufen. Wobei, ich habe erstmal genug. Ich denke mal, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich die erstmal behalten. Kennst du mich noch? Ja, Daniel der Ochse. Natürlich kenne ich dich noch. Ich habe das da vorhin schon gesehen. Bin ich dann Top-Spender mit 30 Euro? Ja, theoretisch wärst du dann Top-Spender. Unter dem Stream wärst du dann... Ach, ich muss mal echt angewöhnen, die Seite offen zu haben. Ah, ihr wisst es ja. Unter dem Stream wärst du dann Top-Spender, richtig. Über private YouTube-Message. Ah, ich gucke da jetzt lieber nicht lang. Krass war, ja, sogar noch Kommentare von 2012. Ist ja Wahnsinn. Oh, ist ja awesome. Dodul P. Du kannst meinem Clan leider nicht beitreten, weil er voll ist. Ich kann es dir gerne mal zeigen. Ne, das war immer. Ich drücke auf den falschen Button. Der ist leider voll mit 50 und 50. Sorry. Also passt du da leider nicht mehr rein. Achso, du hast eine Besetzungszahl von 0. Da würdest du durchaus reinpassen, aber ich glaube, Supercell hat sowas nicht vorgesehen. Kann ich dir also leider nicht anbieten, reinzukommen. Akramo, was möchtest du denn für einen Befehl machen? Achso, ja, weil ich meinte, Krisi hat meine Handynummer und so. Weil wir kennen schon etwas länger und wir chatten ab. Wir WhatsAppen uns ab und zu gegenseitig ein bisschen und so. Deswegen meinte ich vorhin. Er hat meine Handynummer natürlich nicht. Okay. Penchkes, hi! Hi Nico, was geht? Du möchtest Mod sein? Ja, was leistest du denn dafür, hä? Was gibst du mir dafür? Ich weiß, dass ich lange Bonus absammeln kann, aber will ich ja nicht. Sonst ist ja meine Lager noch schneller voll. Ist ja uncool.
Aha, sowas geht also, ja? Ist ja interessant. Wusste ich gar nicht. Ich mach das mal über die Nightbot-Dings so direkt. Was ist denn los, Goldmaus? Sag mal, was hat ein Pixelflatsche gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Aber schön, dass du wieder da bist, Uwe. Wir haben dich gerade schon vermisst. Warst du gerade Windeln wechseln? Ach, ich muss netter werden. Ich muss netter werden. Ich hab's mir vorgenommen für 2015, aber ich schaff's nicht. So viel zu den guten Vorsätzen. Ja, Nico. Ja, du kannst doch was anderes geben als. Du weißt schon. Ja, ich hab's gelesen, dass ich den Clan-Kriegsbonus absammeln kann, aber ich möchte nicht. Ich lass den drin. Ich lass den ewig drin. Solange bis die wieder voll ist, die Clan-Burg. Wozu brauche ich das? Ich brauche das jetzt doch gar nicht im Lager. Ja, irgendwo habe ich das auch mal gelesen mit dem. Ja, auf Hitbox habe ich das, glaube ich, gesehen, mit dem Spieler direkt ansprechen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Was? Mach mal den letzten Abschlussbesuch. Nein, ich hab gesagt, von 2017 bis 19 Uhr war Besuche jetzt nicht mehr. Im übernächsten Stream wahrscheinlich wieder. Ja, siehst du mal, UWL, was du ja alles verursachst, also wirklich. Die ganze Verwirrung, UWL. UWL, UWL, also UWL. UWL. UWL, hallo, UWL, hallo, UWL. Ja, Painches, wir können uns auch einmal treffen, das würde auch reichen. Aber dann bei dir. Chifu. Xishufitzix. Leider kannst du nicht mehr klein reinkommen, weil der voll ist. Da, 50 von 50 Leuten. Leider ist er nicht voll. Leider ist nicht, kein Platz frei. Sonst hätte ich natürlich aufgemacht und ihr könntet alle reinkommen, aber nee. Leider ist Clash of Clans. Oder Supercell hat leider die Mitglieder 50 reduziert. Das ist oder 50 limitiert. Das ist ein bisschen doof. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid, aber da kann ich letztes leider auch nichts dran ändern. Ich meinte in dem Jahr. Ach so! Nee, wir treffen uns 2015, habe ich gehört. 2015 ist immer ganz gut. Ich habe leider noch einen Barbarenkönig, das ist ärgerlich, da komme ich leider nicht so wirklich rein. Soll ich es probieren? Nee, es lohnt sich nicht. Ja, Goldmoonstock, ne? Es ist halt so, ne? Kann nichts daran ändern. Wie geht's dir eigentlich so, UWL? Was machst du gerade so, UWL? Studierst du immer noch UWL? Mein Armeelager ist wieder voll. Waaah, 274.000, aber es ist alles in den Lagern, das gibt's doch nicht. Und hier ist so eine mega fucking Base, so eine Trap-Base. Ich kann auch nicht versuchen. Das geht nicht. Ich komme da an die Lager, an die Sammler nicht ran, weil die Mauern ein Stück zu weit weg sind. Hab ich recht? Na doch, ich komm doch an. Nee, komme ich nicht ran. Okay, die müssen schon rumlaufen. Das ist richtig assi. Ich kann so ein bisschen die ganzen Lager auseinandernehmen, aber. Na, viel kann ich hier, glaube ich, nicht stehen, Mann. Wobei. Die Lager sind wohl eher das Volle. Da komme ich leider. Der hat X-Bogen. Ach so, das ist natürlich ungünstig. Dann lass mal den König mal so liegen. So. Naja, 240.000 Gold sind im Lager drin, aber ist egal. So, auf jeden Fall auf das Lager noch. Nochmal schön 10.000. Ich mag Suppe, ja. Kommt doch mal, welche Suppe. Und ich mag Suppe nicht immer. Es kommt drauf an. Meistens mag ich etwas Festes. Karl-Heinz Piet, willst du dich jetzt auch wieder drücken, da vor mir iTunes-Codes? Nein, du schickst mir jetzt über PM. Ist doch nicht so schwer, oder? Du gehst auf meinen YouTube-Kanal, dann auf den Tab über uns, gehst auf Nachricht senden und schreibst dort den Code rein. Oder würdest du dich genauso drücken wie viel DBZ, der mir seit 2 Monaten, glaube ich, eine PaySafe-Card geben möchte. Entweder ihr sagt, ihr wollt mir was geben, oder ihr sagt, nein, ich gebe dir dann doch nichts, dann ist das auch okay. Aber
Shakert nicht immer so lange rum hier und zögert hinaus. Das ist unnötig. Nee, Benchkes, komm. Lass mal morgen treffen. Nee, morgen ist so kurzfristig. Lass mal irgendwann treffen. Aber ich will zu dir kommen. Du hast einen süßen Hund, glaube ich. Du warst da mit dem Hund, ne? Einen kleinen Schnuffelhund. Ja, RUMQD, ich streame immer noch und wie du vielleicht gerade gehört hast, du schuldest mir immer noch eine Passive Card. Ach, nee, ja. Aber weh, du machst was Böses damit, sonst DOP ich dich wieder. Buchstabensuppe, ja, kann ich mal schöne Wörter machen. Sowas wie. Ja, was mal. Irgendwelche Rechtschreibfehler kann ich da mal in die Wörter reinpacken. In die Buchstabensuppe. Welcome, welcome. Was ist los, Crazy? Auf jeden Fall doch den Comment gelöscht. Warum das denn? Du musst die Karten noch holen. Ja, dann macht das doch. Ist doch kein Problem, oder? Ja, mach's, wenn du willst. Also, mir ist das egal. Ihr sollt das freiwillig machen. Meinetwegen musst du mir auch gar nichts geben. Hi, Fabian. Was geht? Oh ja, hier. Emi PvP aus der Reihe, ne? War schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal wahrscheinlich. Aber was ist denn das für eine fette Base? Rathaus 10. Bist du gut? Fabian, ich bin immer gut, logisch. Ich bin sowas von geil. Und da werden wir auf jeden Fall unser Ding müssen, das ganze Elixier. Lenken wir die Dings ab, die Mörser. Lalala, alles meine. Meine. Was heißt Saftsack? Ich vergesse sowas nicht. Vor allem, wenn sie es Ewigkeiten lang sagen. Ja, ich will dir was geben, ich will dir was geben. Sowas könnte man auch machen, Gregonix. Da hast du absolut recht. Man könnte damit theoretisch kostenpflichtige Angespiels machen. Das ist eine gute Idee. Und das war eigentlich. Doch, ich wollte ja wegen dem Dings, wegen dem dunklen Ex hier angreifen. Ob ich Minecraft spiele, habe ich, glaube ich, gerade die Frage gesehen. Ich habe mal Minecraft gespielt. Bald ist auch wieder ein Minecraft-Projekt geplant. Aber ich habe jetzt seit langer, langer Zeit kein Minecraft mehr gespielt. Das ist einfach ein Spiel, was mich nicht sehr lange antörnt. Du machst das persönlich. Oh, Akramu ist aber nett von dir. Nee, ich gebe dir keinen Mod. Also als Mod kann man halt Leute timeouten. Hier, sowas wie Timeout und Ben. Ich glaube, Ben kann man auch. Also man kann sie timeouten und Ben. Das ist das, was ihr beides, was ihr noch nicht könnt. Als normale User. Aber was Mods und Admins und halt Broadcaster können. Was? Was hat dann Lava versucht zu schreiben? Free? Heißt das Free? Das kann natürlich ein Free sein, aber ich weiß nicht, was das heißt. Free, was Free? Ist er frei oder was? Er ist frei. 47.000 Gold. Naja, gut, das ist so einfach zu holen, das nehmen wir uns einfach mal mit auf jeden Fall. Scheiß auf Pokale, haben wir eh noch genug davon. Okay. Ich hätte meinen König vielleicht noch, ja, ultimaten sollen, sozusagen, dass er ein bisschen Leben wieder kriegt, aber er ist schon wieder voll Full Life, der Typ. Ja, Goldmoss, Dog und Pixelklatsche sind eine reinste Liebe. Auf jeden Fall. Pixelklatsche, einfach mal chillen, also, das ist doch, ignoriere ihn einfach, hat er geschrieben. Das ist doch geiles Entertainment, also ich finde das lustig, muss ich sagen. Ich als Streamer, wenn ich in den Chat gucke, finde ich das lustig. So könnt ihr einfach mal wirklich lernen, Leute zu ignorieren. Leuten
die Meinung von anderen Leuten euch am Arsch vorbeigehen zu lassen. Willst du mit mir Minecraft spielen? Nein, danke, Daniel, der Oxy, aber das ist ein nettes Angebot, aber nein, danke. Hello, Fatty. Ja, Krise, keine Ahnung, was du falsch machst. Keine Ahnung, was du da machst. So, da hätten wir zwei Elixierlager. Ist aber auch doof. Wobei, wir könnten theoretisch das ganze Gold mitnehmen. Alter. Ich hasse Traps. Hier setzen wir mal den Barbarenkönig hin, das ist kein Problem. Da unten sich das Gold Elixierlager da hinten. So, und hier oben wird auf jeden Fall der Rest reingepackt. Die beiden Goldlager will ich auf jeden Fall haben. Oh, der hat sogar Bohrer, die recht voll sind. So, Barbarenkönig ist sogar noch full life, das ist so krass. So, Barbarenkönig gegen Barbarenkönig, wer gewinnt? Natürlich meine, hallo. Schon noch eine schöne Wutfähigkeit dazu packen, auf geht's. Oh, da ist mein Barbarenkönig schnell geschmolzen. Vielleicht greift ihr noch das Dings an, den Bohrer. Das wäre auch mega awesome. Yeah, nee, doch nicht. Das sah grad so aus. Vielleicht schafft es noch. Nee, natürlich nicht. Warum sollte man den Bohrer angreifen? Der steht ja nur direkt daneben. Ist ja egal. Ist ja egal. Pixel. Was machst du für einen Fuffi für mich? Aha, so läuft das also. Ich weiß nicht, was ich für 50 Euro für dich machen würde, wahrscheinlich. Ich, keine Ahnung. Ach, das meinst du mit persönlich? Ist ja interessant. Welcome. Ihr macht es schon, Crazy. Ich habe Vertrauen in euch beide Mods. Ihr packt das schon. Ah, der Loot geht eigentlich so. Ist halt wieder Lack. Guten Job, was ist los, Painchris? Hoffentlich kommst du gut aus dem Klo wieder raus. Ja, das hoffe ich auch. Einen toten Zuschauer mehr, das ist ja ungünstig. Wie viel haben wir überhaupt? 59 Zuschauer, Leute. Hallöchen. An alle 59 Zuschauer, hallöchen. Ich ziehe mich aus, hallo? Es ist verboten, auf Twitch nackte Haut zu zeigen. Also, weiß ich, was genau hat Twitch da geregelt gehabt? Irgendwas hat sie ja geregelt gehabt, damit die ganzen Weiber nicht mehr ihre Titten ins Bild halten. Diese ganzen, naja, Internetnutten. Ich habe als 10.000 Abo-Special eine Roomtour geplant, aber die geht dann auch bloß nur 2 Minuten oder so, weil das ist nicht groß, mein Raum. Oder generell, meine Wohnung ist nicht sehr groß. Aber als 10.000 Abo-Special habe ich es geplant. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wann die 10.000 Abos etwa erreicht sind. Auf Social Blade gibt es ja Future Projections, also wann etwa etwas erreicht ist. Und das sind die 10.000... Die 10.000 sind... Am 27.07.2015 erreicht, also dieses Jahr noch, Leute. Dieses Jahr gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich noch das 10.000 Abo-Special. Wenn dieser Wachstum gleich bleibt. Das wäre natürlich irre geil. Aber lass uns auf jeden Fall mal überraschen, was es wird. Ich habe gar keine Helden jetzt gerade. Was? Warum nehme ich immer so wenig Kopf mit? Ich schlag den Leuten halt nicht gerne die Köpfe ab, weißt du? Deswegen lasse ich die meistens da. Noch ganz. Machst du mal so. Das ist doch lach, fuck. Obwohl wir es trotzdem mitnehmen können. Scheiß auf die Pokale. Who cares? Ah, da komme ich nicht ran. Ja, warum sollten doch keine Klamburg-Truppen drin sein? Ich meine, ist ja überall so, ne? Gefühlt überall.
natürlich alle zerstören. Da sind aber auf jeden Fall noch Bohrer drin. Ach, scheiße. Ist das ein Arsch? Ist das ein Arsch oder ist das ein Arsch? Jemand hat auf jeden Fall noch ordentlich dunkles Elixier mit. Oh. Naja, vielleicht noch ein bisschen Gold mit. Ein bisschen Gold, so 3, 4, 5.000 wäre ganz nice. 6.000, 7.000. Darkest Fame, das ist Ansichtssache. Aber ja, 37.000 hat sich richtig gelohnt, wa? Hat sich richtig gelohnt. Ja, erst das Geld, dann die Leistung, ne, Daniel? Kennst du ja. Erstmal ein Aram spielen. Ja, viel Spaß, Penchkes. LOL ist mittlerweile für mich so ein Kackgame geworden. Hi, Alpha King. Was geht ab? Boah, mies, Alter. Du bist ja ein richtiger King Akramur. Kizzy. Denkst du, ich bin fett? Wie soll man das mit einer Hand des Nicknames rausbekommen? So, meine Queen ist wieder am Leben. Sehr schön. Oh, also für dunkles Elixier kriege ich es Wahnsinn. 38 schon wieder. Das kriege ich ja 60 pro Stunde. Ist ja Wahnsinn. Wann ist denn eigentlich der Dings dann voll? Der Elixierbohrer. Nach 14 Stunden ist er voll. Ist doch schön. Ich kann mir auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit lassen dann. Wie viel waren bei 540? Auch etwa 16, 14, 12 Stunden etwa. 14 Stunden. Irgendwie so. Egal. Ich schätze? Nee, ich schätze nichts. Ich bin ganz mies im Schätzen. Ich habe keine Ahnung vom Schätzen. So viel Gold und Elixier ist ja Wahnsinn. Ich bin schon wieder so reich. So, wo sind die ganzen Traps denn sehr? Ach süß, der macht eine Tesla hier rein und denkt, das ist alles eine Falle, ja? Ist ja interessant. Süß! So, da ist alles weg, wunderbar. Dann nehmen wir uns jetzt hier noch den Rest mit. Verlieren wir wahrscheinlich zwar wieder ein bisschen Pokale, aber das ist okay. Bam, 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 alles weg hier. Komm, patsch, weg. Scheiß auf Pokale. 500 Kilogramm, na sicher. Wir haben ja noch so viele Pokale, Mensch. Ist ja Wahnsinn. Kann ja doch noch ein bisschen verlieren. 47 Minuten geht der Boost noch. Mal gucken, wie viel Gold ich dann in der Zeit noch farme. Ich muss ja dann, weiß gar nicht, was ist denn. Morgen habe ich, glaube ich, noch einen Bauarbeiter frei. Morgen ist nämlich der zweite X-Bogen fertig. Ich will eigentlich gar nicht dahin gucken, wie lange der X-Bogen jetzt noch schon wieder dauert auf Stufe 2. Ah, 10 Tage. Ah, meine Augen. Ah, fuck. Okay, aber kostet 5 Millionen Gold. Ist okay, aber das werde ich später machen, den X-Bogen. Erstmal das ganze andere Zeug machen. Mein Wizard Tower ist ja immer noch auf Stufe 1 hier. Mein Luftabwehr muss ich später noch hoch machen. Meine Armeelage ist auch noch sehr wichtig, die Armeelage hoch zu machen. Nach dem nächsten Klagen wahrscheinlich. Mal gucken. Ah! Der Mikro. Ja, komm, du bist der Boss. Du bist richtig der King. Ihr liebt euch echt, oder? Ihr liebt euch richtig. Ihr könnt es gar nicht erwarten, euch gegenseitig abzuknutschen. So. Wieder 19 neue Follower, das finde ich sehr nett von euch. Danke, Leute. Und irgendwie habe ich das Gefühl, teilweise sind die Leute doppelt. Habe ich das Gefühl nur. 3 neue Subscribers, 3 öffentliche. Dankeschön, Dankeschön. Sim32, den habe ich vorhin im Dings gesehen. Im Stream. Simon Weizmann, weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich, glaube ich, nicht im Stream gesehen. Und SGE. Ole L habe ich noch nicht gesehen im Stream. Also. Dein Loot schmeckt, sagst du. Ja, mein Loot schmeckt natürlich auch, logisch. Meiner schmeckt nach Gold und nach Elixier und nach Metall und so weiter. Weißt du, was das teuerste Gebäude bei Clash of Clans ist? Ich würde mal sagen, ein X-Bogen auf Maximumstufe.
So vom Gold her. Vom Elixier her würde ich sagen, ist es der Bogenschützen-Upgrade. Und vom dunklen Elixier her würde ich sagen, Entfernetruppen wahrscheinlich auf Maximum. Oder Forschungen. Das kann auch sein. Dass diese scheiß Golems ja am meisten kosten. 60.000 dann wahrscheinlich, weiß nicht, wie teuer die danach sind. Unglaublich teuer wahrscheinlich. Irgendwas wird schon am teuersten sein. Tesla, denkst du? Denkst du, es ist Tesla? Denke ich jetzt nicht unbedingt. Aber okay. Wenn du denkst, es ist Tesla, dann kann es durchaus ein Tesla sein. Ich weiß nicht, die sind zwar recht... Das war so klar, dass so viel drin ist. Ich werde einfach die Traps nur auslösen. 50% will ich haben. Ja, mit den 50%. Das Spendenverhältnis ist mir im Clan egal. Spendet und fordert so viel ein, wie ihr wollt. Ja, beste Taktik für Drachen 7, für Rate 7 ist auch Drachen only. Müssen halt recht gut sein, die Drachen. Ja, ich weiß nicht, wie teuer Tesla ist. Muss man mal nachgucken. Können wir machen. Ist ja kein Problem. Es gibt ja ein Wiki dafür. Und da steht alles drin. Da war es gewesen. Ein Clash of Clans Wiki. Da kann man ja ganz easy bei den Gebäuden gucken. In etwa bei der Verteidigung. Bei den Teslas. Wo haben wir sie denn? Tesla, wo bist du? Da, verborgene Tesla. Kann mal gucken, wie teuer die etwa ist auf Maximumstufe. 5 Millionen. Würde ich nicht sagen, dass das das teuerste ist. Wo haben wir denn die Clanburg? Da haben wir schon mal 7 Millionen. Also das ist schon mal, wie ich schon gesagt habe, etwas wahrscheinlich das teuerste. Ich würde mal sagen, das ist das teuerste. Das ist schon richtig. Truppen, Bogenschützen. 7,5 Millionen, das würde ich auch sagen, toppt gar nichts anderes, weil es gibt nur 8 Millionen Speicherplatz. Und 7,5 Millionen kostet die Scheiße hier auf 7. Und dunkle Elixier, würde ich sagen, sind die Golem-Forschungen. Ah, wobei Lavahound. Ich habe Lavahound noch nicht gesehen, wie teuer das ist. Ich würde aber sagen, es ist Golem. Für 90.000? Was kostet Lavahound? 70.000? Also ich habe schon recht gut geschätzt, muss ich sagen, oder? Was denkt ihr? Nee, ich habe keine Lust, Road to Master zu machen. Das ist stinkt langweilig. Ich habe schon Road to Kasai gemacht. Das war mir öde ohne Ende. Wirst du noch Brave Frontier machen? Ich würde Brave Frontier weitermachen, wenn es contentmäßig hier weitergehen würde. Aber ich bin durch. Ich habe die Geisterwelt geschafft. Und aktuell gibt es keinen neuen Content auf EU. Auf dem EU-Server. Ja, haust da rein, Bilja. War schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau, Akamo, richtig. Also, wenn es in der Story weitergeht, dann mache ich auch weiter. Aber so wie ich es aktuell sehe, ich war letztes Mal auch drin gewesen, weil einer meinte, wie viel Zeit haben wir noch? 120. Hm. Weil einer meinte, ja, ist halt so ein Fenster jetzt. Die Story ist auch noch offen. Weil einer meinte, ich bin noch nicht durch mit dem Spiel. Angeblich, also ich weiß nicht, was er geschaut hat, aber er hatte falsch geschaut. Und da können wir ganz kurz mal nachgucken. Brave Frontier, ich bin durch, storymäßig. Also ich kann hier nichts mehr machen, deswegen... Hat keinen Sinn, weiterzuspielen. Ich habe keine Katze, Daniel. VY, keine Ahnung. So was, das ist doch scheiße, weißt du, diese Brave Frontier, also aus dem Grund spiele ich Brave Frontier nicht mehr auf scheiß Bluestacks eigentlich. Weil das... Fuck, jetzt zeig ich den... Nee, wunderbar, ich hab Sound wieder weg. Weil es einfach mega krass langsam ist auf Bluestacks. Ich würde ja gerne auf dem Tablet spielen, aber das ist wieder asynchron, es ist so schlimm. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es erstmal zu Ende ist. So, stehen wir noch richtig? So, wunderbar. Ich bin erstmal froh, dass Ding zu Ende ist, Brave Frontier, weil ich da gerade absolut gar keinen Bock auf das Spiel drauf habe. Das habe ich die Schnauze voll aktuell. So, was haben wir denn hier schön? Ich habe alle Truppen. Nehmen wir das Gold oder das Elixier? Ich glaube, wir nehmen das Gold, wa? Weil, oh, ach nee, ist ja alles in den Sammlern drin, wa? Sehe ich richtig? Oder ist noch vieles in den...
Ja, wir machen mal so. Wir gehen mal rein hier in die Lager. Wobei, zwei haben 50.000 gebracht. Ich glaube, der Rest ist auch alle überall ist in den Lagern drin. In den Sammlern. Heißt, ich muss gar nicht mal zu den Lagern reinkommen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Sehr, sehr schick, wenn das alles in den Dings drin ist. In den Sammlern. Da haben wir auch noch was. Holen wir uns mal ganz fix noch ein bisschen Elixier hier hinten. Da hinten musst du noch rein. Na, fuck, ich glaube, da kommen wir nicht rein, wa? Das ist zu spät. Wir sind schon woanders. Aber das Elixier, obwohl die Gold hätte man durchaus mitnehmen können. Da scheint doch ein bisschen mehr drin gewesen zu sein. Wir haben uns aber das Elixier mit. Ist kein Problem. Ja, hi, Jobo HD, was geht? Bäm, naja, nicht so viel gewesen jetzt, aber. Nicht mal 50%, ärgerlich. Ja, hi, Lala, was geht ab? Aber 106.000 Gold ist doch wunderbar. Du hast ja Mono-Seria-Team gemacht, what the fuck? Wo hast du denn die ganzen Serias her? Na, ich habe nie gesagt, dass es Clash of Clans Stream werden soll. Ihr habt das angenommen, weil das Ursprungsvideo. Außerdem, ich habe 3 Sekunden lang Brave Frontier gemacht. Chillt mal. chill. Nur wenn mal 2-3 Sekunden kein Clash of Clans auf dem Schirm ist, müsst ihr nicht gleich ausrasten. Schlimm mit euch. Oh, scheiß Spiel. Scheiß Brave Frontier. Alter, ihr habt so gelitten. Wahnsinn. Dein längster Husten 1,5 Monate. Armer Junge. Oder Mädel. Na, Nachhilfelehrer gibt die Nachhilfestunden in Chemie. Hi, Tiger. Nee, ich mache heute keine Dorfbesuche mehr. Ich habe von 17 bis 19 Uhr Dorfbesuche gemacht. Und von 19 bis 21 Uhr, solange der Stream noch geht, ich überlege gerade, dass meine Rolle unten. Ja. Mache ich Farming. Ich habe gesammelt in Brave Frontier. Die Juwelen, falls du mich meinst. Die Juwelen sind mir dann doch etwas zu teuer im Brave Frontier gewesen. Das ist sozusagen Wasser. Warum zum Teufel habe ich jetzt keine Blitzzauber dabei? Wenn mir das richtig, richtig anpisst. Das ist fast Wasser. Guck mal, wie durchsichtig das ist. Das ist ein bisschen Krümeltee drin, ne? Und der Rest ist Wasser. Aber es ist schon sehr gesund. Würde ich mal behaupten. Achso, du bist ein Junge. Ja, schön. Das freut mich. Ja klar, Jobe HD, was geht bei dir? Und ob? Ja, Globe kriegst die Dinger hinterhergeschmissen ohne Ende. Darunter? Boah, darunter, sag mal ehrlich, wer ist denn darunter? Vection, Haywalk, heute mache ich keine Dorfbesuche mehr, die habe ich von 17 bis 19 Uhr gemacht. Und von 19 bis 21 Uhr werde ich jetzt den Rest Power farmen. Ja, Wasser ist zwar gesünder, schmeckt aber scheiße. Also ich könnte nicht den ganzen Tag Wasser saufen. Würde mir mal zu den Ohren rauskommen. Hey, ja, hi, Connor. Connor, was geht? Apokalyptoid. Nein, heute besuche ich nicht mehr. Ich habe von 17 bis 19 Uhr besucht. Ich bin gerade wie eine Sprechanlage. Von 17 bis 19 Uhr habe ich besucht und von 19 bis 21 Uhr streame ich jetzt noch den Rest mit Farming und ganz gechilltem Unterhalten mit euch. Ja, Nightwolf Forever. Was geht so? Mir geht's super. Und wie geht's dir so? Also, was ist falsch mit euch? Warum kommen auf einmal so viele Leute mit? Machst du Dorfbesuche? Ich würde gerne Dorfbesuche machen, aber ich habe da heute keine Lust mehr drauf. Hi Megacraft. Hallo alle Neuen. Ich sag jetzt aber Hallo an alle. Crazy, warum geht der Befehl bei mir nicht?
Der ging noch mal. Hast du den wieder gelöscht? Ja, welcome back, Mooney Place. Hm, mein Snook, der Exiler könnte ich ran, aber dann würde ich halt keinen Links kriegen. Eine Pokal, dann würde ich fast wieder runterfallen. Das ist ja auch doof. 300, Alter. 373.000 Elixier. Und das Rad ist auch noch wunderbar. Jetzt hier haben wir ein paar Einheiten hin. Und den Rest zerstören wir jetzt. Komm, neuner Barbar, Alter. Wir versuchen mal eine Seite erstmal kaputt zu machen. Ich weiß nicht, kriege die andere Seite auch noch kaputt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ach, da ist die Queen auf Level 11, klar. 13, 11? Ne, 8. Ja, siehst du ja schon mal nicht richtig hingeguckt. Auf jeden Fall ein Lager nehmen wir uns mit. Das andere wird wahrscheinlich nichts werden. Denke ich mal. Wir können jetzt die Bohrer noch mitnehmen, ist auch eine gute Idee. Ich mag die Queen nicht, die ist uncool. Nightbot mag mich nicht, ja, merk schon. Ah ja, 100.000 Elixier ist okay. Ist okay. Ach so, ohne Dingensen. Warum ohne Leerzeichen, ohne Ausrufezeichen? Ach so, damit es nicht so aussieht, als ob es ein Befehl ist. Hm. Hi, Big Boss, 14.2000. What's geht? Doch, doch, das ergibt Sinn. Gregonix, das ergibt Sinn. Naja, ich finde nicht, dass der Loot gerade gut ist. Also für Gold 3 finde ich ihn ein bisschen scheiße. In 2 Wochen 50 Millionen Gold. Du bist richtig, richtig gut dabei. Aber so viel Zeit zu fahren habe ich dann doch nicht. Ich würde natürlich gerne alle Mauern auf 8 bringen, aber das kann ich irgendwann später auch mal machen. Hey Girls. Ja, wie gesagt, hallo an alle Neuen. Die schwarze Kartoffeln. Welcome. Allen. Ah, jetzt funktioniert's. Guck an. Nee, Digga, Apokalyptoid. Digga, ich werde Digga dich heute Digga nicht besuchen. Digga, weil ich von 17 Digga bis 19 Uhr Digga Dorfwertung gemacht habe. Digga. Deswegen und von 19 bis 21 Uhr, Digga, werde ich Power farmen, Digga. Ja, aber ich bin Rathaus 9. Rathaus 9 hast du in Silber 1 XP verloren. Eine Nacktwache. Weil du kriegst aber weniger. Viel weniger. Ultima ist ein. Ah, okay, meine Queen ist zu Ende. 222. Ach, ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Ich will den Loot haben. Ich würde an ein Goldlager rankommen, weil die Queen so weit schießt. Welches nehmen wir uns vor? Nehmen wir uns das rechte vor. Da sind 90.000 Gold mindestens drin, ne? Da ist irgendwo eine Skelettfalle ausgelöst worden. Ah, da unten. .800 DE, ich will's auch haben. Na, böse Queen. Wehe, du greifst was anderes an. Ah, die greift die Tesla an, ich sehe es jetzt schon. Na, doch nicht. Ah, gute Queen. Ausnahmsweise wirst du mal nicht geschlagen. Okay, wenn die Queen das Goldlager weg hat, okay, dann ist sie eh wieder tot. Naja, sie ist down. Aber sie hat's geschafft. Sie hat das Goldlager mitgenommen komplett. Ja, wie gesagt, 90.000 etwa. 92.000 teilt sich etwa auf die drei Lager, die beiden. Die 270.000. Trotzdem ist die Queen jetzt down, das ist scheiße. Ja, Kevinos, schön. Bist du Rathaus 8, Rathaus 7? Weil mit Rathaus 9 kriegst du das da sicherlich nicht mehr. Wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Oh Mann, ey, ihr seid schon ein richtig lustiger Haufen. Bin besser als Joe, weniger IP, bin auch Tierno, was ist da los? Bist du sicher? Kommt doch mal, welches Level du bist. Also es kommt auf die Truppenforschung an und so weiter. Ich weiß ja nicht, welche Truppen du geforscht hast.
Ja, haust da rein, Pixelklatsche. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, deine Diskussion mit ihm hat mit Uwe hat dir gefallen. Tag, Uwe L ist ich. Du bist Uwe L, also okay, dann werde ich nicht mal ganz kurz kicken, würde ich sagen. Ja, ist doch schön, dass er in der Liste ist, doch wunderbar. Wo ist denn der Typ? Irgendwo war er. Hier ist er, da ist er. Ich habe ihn gesehen. Da, Gold. Goldmaus. Doc. Was ist dein meister Loot und wie viele Pokis hast du mal bekommen vom Vater? Pff, keine Ahnung. Mein meisten Loot war wahrscheinlich so 400.000, 500.000 pro von beidem. Aber keine Ahnung, wie viel Pokal ich bekommen habe, habe ich auch keine Ahnung. Meine Verteidigung aktuell sagt mir, dass ich nur verliere 23 Pokale mal. Und ja, auch nochmal wieder 7 Pokale, richtig viel, wa? 21 Pokale, 30 Pokale muss ich mir immer noch vergelten irgendwann. Mal gucken. Vielleicht im nächsten Part von Clash of Clans gucken wir mal. Aber ich merke mir sowas nicht. Ich krieg den Loot, aber ich krieg ihn halt nicht, ne? Königin 1 oder König 40? Ich würde beides, also ich würde lieber Königin auf 40 nehmen statt den König. Dark sind Level 8 Mauern für Rathaus 10 okay. Ja, wenn es alle Level 8 Mauern sind, würde ich sagen, ist schon okay. Tja, aber sie könnten noch höher sein. Sie könnten höher sein. Es ist okay, weil irgendwann rushen die Gegner sowieso durch die Mauern durch. Da ist es egal, ob du 7er Mauern oder 12er Mauern hast. 12er Mauern dauern so ein bisschen länger, natürlich, bis sie drüben sind. Oder sie benutzt als Sprungzauber. Weil so wichtig sind Mauern ab. Weiß ich nicht, ab einer gewissen Stufe einfach nicht mehr, finde ich. Ja, nicht in Caps Lock spammen, das liest keiner. Ich habe am 7.7.2014 mit Clash of Clans angefangen. In der Nacht, glaube ich, habe ich um. Weiß ich, wenn ihr den ersten Part meines Let's Plays anschaut, seht ihr auch die Uhrzeit, wann ich aufgenommen hatte. Ja, gute Nacht, Galaxy Kuno, wenn du gehst. Das hört sich so ein bisschen so an. Na, verdammt, das waren da. Na egal. Lohnt sich auch hier. Irgendwann, glaube ich, 2 oder 3 Uhr nachts habe ich angefangen, Clash of Clans zu spielen. Habe einfach sowas von gefailed und habe eigentlich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Aber man kann sich ja verbessern, wie man sieht. Da ist ein X-Bogen. Cool, ein X-Bogen. Gib mir den X-Bogen. Ich muss den X-Bogen kaputt machen für den Erfolg. Gib mir den X-Bogen. Wunderbar. Also, für die weitere Erfolgsserie. Da fehlen mir noch, glaube ich, noch 240 oder 250 X-Bogen, bis ich die Kacke fertig habe. Oh, ist egal. Können wir mal ganz kurz nachgucken, wie viel X-Bögen ich noch zerstören muss. Ja, 236 X-Bögen fehlen mir noch, bis ich den Erfolg habe. Das kann also noch eine Weile dauern. Aber jeder X-Bogen hilft auf jeden Fall schon mal. Ja, oder Level 11er Mauern ist ja egal. Level 11er, Level 2er Mauern. Vom Preis her wird das keinen Unterschied machen. Sind beide arschteuer. Du hast 261 Pokale bekommen. Das ist krass. Das ist krass. Nee, ich hab halt keine Zeit. Das ist das Problem. Ich habe keine Zeit. I have no time. Ich spiele ja nicht nur Clash of Clans den ganzen Tag. Ich mache ja unglaublich viele andere Projekte. Ich bin ja auf YouTube ein Let's Player. Und spiele nicht nur Clash of Clans. Ich spiele alles. Fast alles. Alles, was mir Spaß macht. Ja, haust da rein, Daniel, der Oxy. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und Fabi Smell, du bist auch weg. Ciao. Ja, so langsam müssen die Leute ins Bett. Schade. Wie viele Leute wir sind? Guck doch mal unter dem Stream. Da ist noch eine Viewerzahl. Unter dem Stream ist eine Viewerzahl. Alter, 2600.de. Ich hasse das. Ich will Blitzzauber wieder haben, verdammt nochmal.
Wo bleiben meine Blitzzauber? Ne, ich gucke ja nach anderen YouTuber. Betagott finde ich vielleicht als einzigen wirklich gut, als YouTuber, die ich aktuell auch schaue. Orga Cody auch noch, aber die macht halt wenig Videos gerade, aktuell. Und ansonsten schaue ich keine YouTube-Videos, weil ich aber keine Zeit habe. Wie ich auf YouTube heiße, Nightbot spammt ja ab und zu mal ein paar, wo ist er denn? Hier, Nightbot, da kann der RPGX, heißt ich hier oben 8.38 Uhr, kannst du von Nightbot eine Message sehen. Der führt hier auch auf meinen Kanal. Ach, Daniel, du hast mich richtig verarscht, da bin ich jetzt richtig drauf reingefallen. Und da kannst du gerne vorbeigucken, wenn du willst. Ja, sehr schön, Gionix. Schön, dass du den King of 7 machst. Pass nur auf, dass du den im Clankrieg dann noch hast, wenn du ihn rechtzeitig forschst. Hm. Ah, alle Knochen knacken. Ich bin schon alt, Leute. Ich bin schon alt. 36 Leute, was sagt mein Dashboard? 58. Na, dann hängt der Twitch, der View-Counter bei euch. Meiner sagt 58, der im Dashboard ist wesentlich richtiger als der Originale. Oder was heißt als der Originale, als der in der Übersicht. Hallo Soxambi, was geht ab? Und Momo, leider werde ich heute nicht mehr besuchen. Ich habe von 17 bis 19 Uhr, als ich gestreamt habe, besucht und von 19 bis 21 Uhr, also noch 13 Minuten, werde ich Power farmen. Und deswegen, sorry, wenn du nicht rankommst wegen Besuchen. Aber ich mache da keine mehr. Ja, das ist eine gute Frage, wo komme ich rein? Ich glaube, ich gehe oben lang. Hätte ich eine Queen, wäre es natürlich extrem geiler. Aber da ich da leider keine Queen habe gerade, der Barbankisch muss reichen. Komme ich eventuell nur an das Elixierlager ran? Das kann sein. Das wäre doof, aber na gut. So, nächster. Ja, komm. Da gönnt der sich wieder scheiß Klamburg-Truppen. Kann ich auch. Du Arsch. 25.000 Bogenschützen hat der rumstehen, der Typ. Ich hasse Klamburg-Truppen, wirklich. Ich hasse sie wie die Pest. Weil sie einfach meine Truppen ablenken. Jedes Mal lenken sie meine Truppen ab. Zerstör den Mörser, bevor der angreift. Ah, fuck. So, was macht der Barbarenkönig da hinten? Warum ist er so böse und so scheiße? Okay, auf jeden Fall kriege ich mit Glück, kriege ich das dunkle Elixierlager noch. Ah, kommt drauf an, wo sie angreifen. Ich hoffe, sie gehen links, rechts durch. Weil dann können dann nämlich hier noch alle ins Goldlager ran. Das wäre total geil. Boah, das ist doch noch ein Barbarenkönig. Willst du mich verarschen? Und mein Barbarenkönig kann das scheiß Rathaus nicht kaputt machen. Das gibt's doch nicht. Die sagen, das ist der failste Fail überhaupt, ey. What the fuck? Warum ist deine Stimme auf einmal so gewichtig? Bin ich gar nicht von mir gewohnt. Was? Was? Spielst du Minecraft auf PC oder noch irgendwelche anderen Spiele? Ich spiele so viele andere Spiele. Guck einfach auf meinem Kanal, da siehst du unglaublich viele andere Projekte. Mein Uploadplan zeigt da auch ganz, ganz viel, was ich aktuell spiele. The Walking Dead spiele ich aktuell, Shovel Knight spiele ich. Bald kommt noch ein anderes Projekt raus, 6-0, und meine ganze Steam-Liste ist voller Games, die ich theoretisch noch spielen müsste. Also ich habe ja über 700 Games in Steam. Zack, 720 Games. Und die sind eigentlich alle geplante Spiele, die ich hier habe. Alles eigentlich als Let's Play, aber ich weiß noch nicht. Krise, wir müssen vielleicht irgendwann mal Hero Siege zusammenspielen. Müssen wir mal gucken. Das Game ist okay, aber man muss es halt wirklich als Together-Projekt spielen, wenn du mal Zeit hast, Bock hast. Titan Quest hatten wir auch mal gespielt gehabt, aber das ist ja auch schon wieder länger her, war crazy. Walking Dead Season 2 werde ich auch bald spielen. To the Moon, naja, wollte ich eigentlich spielen, was lässt sich schwer capturen mit DX Story. Und dann halt hier habe ich alles schon durchgespielt. Jede ganze Spiele habe ich schon durchgespielt. 10 Million, Ares, Bastion, Blades of Time, Blood of the Werewolf. Das allerdings habe ich noch nicht hochgeladen. Das ist eigentlich ein Walkthrough gewesen, den ich mal letztes Jahr aufgenommen hatte, aber den habe ich noch nicht hochgeladen. Crea Darkness, ich habe so viele geile Spiele eigentlich gespielt. Das ist nicht durchgespielt, das ist angespielt. Und hat extrem viele Spiele, Let's Played. Und die sind aktuell noch die ich eigentlich noch spielen möchte bald. Aber mal gucken. Auf jeden Fall sehr, sehr viele PC-Spiele spiele ich. Minecraft ab und zu, aber Minecraft ist halt nicht so mein Lieblingsspiel, sage ich mal so. Es war, ja, schön, kann man die ganzen kleinen Kitties farmen auf YouTube, aber, ja, kann man mich ganz genauso. Ja, schon in Ordnung, Level 47, aber man sollte die Mauer nicht ausbauen, wenn man noch genug andere Dinge auszubauen hatte, von wegen Defense und so weiter. Die sollte man auf keinen Fall vernachlässigen. Mauern kann man vernachlässigen erstmal noch. Aber Defense sollte man nicht vernachlässigen. Die sollte direkt als erstes hoch.
Und danach kommen halt die Mauern. Die Mauern als erstes hochzumachen, das ist nicht so. Muss nicht sein. Was ist das eigentlich für ein Lappendorf? Hier ist ja nichts an Defense. Das ist ein Einserbogenschützenturm. Patsch, patsch, patsch. Alles meine Links hier. Meine, meine, meine. Alles meine. Was machst du nebenbei? Achso, die Mauern. Ja. Ich würde aber trotzdem erstmal über das Gold in die Defense stecken. Oder in die, generell in die Gebäude statt in die Mauern nur. Achso, machst du nebenbei die Defense. Ja, aber lieber eher den Fokus auf die anderen Gebäude legen, als statt auf die Mauern. So, mein Boost hält doch 20 Minuten, Leute. Also wir können noch 20 Minuten lang... das gibt's doch nicht. Warum macht ein Thunderbolt so eine Kacke? Dann kannst du die hinten klicken. Zack. Gut. 2 Subscribers wieder dazu. Andrea Nunes und Nightwolf Forever. Dich habe ich vorhin gesehen. Dich habe ich von dem Stream gesehen. An deinen Namen kann ich mich sehr gut erinnern. Und sehr, sehr viele neue Follower. Montana Black 88. Big Boss, die habe ich schon in der Videoliste gesehen. Socks haben wir dich auch. Ja, habe ich schon gesehen. Vection Hauwig habe ich auch gesehen. Schwarzen Kartoffeln auch. Fabi Smile, Apocalypto Weed auch alle gesehen. Also wunderbar. Leute, danke für den Follow. Ich habe keine Freunde. Nee. Brauche ich eine? Wollt ihr mir ein Angebot machen? Socks, geht deine Queen so ab und meine nicht? Weiß ich nicht. Ich drill meine Einheiten immer, weißt du? Die werden gedrillt und die werden gefoltert und alles und deswegen laufen die mal so ganz gut. Ja, haust da rein, Akramur. Schön, dass du moderiert hast. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ja, VY, also ist halt so, ist nach 4 Stunden Stream, da ist einfach Ruhe dann irgendwann. Irgendwann haben die Leute aber keine Lust mehr zu schreiben. Kann ich absolut verstehen, absolut. Ich habe deinen Namen gestohlen, Joshua Bennett. Wie kommst du denn darauf? Du hast doch Joshua Bennett und nicht Dark. MMM-Fingers. Oh, da muss ich mal ganz kurz gucken. Namentlich? Nein. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, glaube ich. Guck mal ganz kurz, ob ich es installiert habe. Nach dem ersten Screen ist nicht drauf. MMM-Fingers. Habe ich es überhaupt runtergeladen? Auch nicht. Auch nicht. Also hier nicht. Puh, kann ich dir gerade nicht sagen. Also, ich guck mal ganz kurz das Titelbild an. Vielleicht kenne ich es ja irgendwoher. Ich glaube, ich weiß, ich kann mich an den Kommentar erinnern, ja. Nee, weiß ich glaube ich jetzt noch nicht. Ich schreibe es einfach mal auf. In der Not, dass ich es vielleicht vergessen habe. Kann ja sein. Na, schreib mir dann in die andere Liste rein. Ich habe deinen Kommentar durchaus schon mal gelesen, weil wegen MMM-Fingers, aber ich weiß nicht, ob ich es mir aufgeschrieben und als Dings überhaupt schon mal runtergeladen hatte. Bin ich mir gerade nicht so. Also runtergeladen noch nicht, aber kann sein, dass es auf meiner anderen Liste steht, auf meiner anderen To-Do-Liste. Die ich jetzt aber nicht aufmachen wollte. Der Stream war bis jetzt cool und jetzt ist er nicht mehr cool, oder was, Geronix? Jetzt ist der Stream nicht mehr cool, jetzt ist vorbei. Alles weg. Hi Arming, was geht? Wie geht's dir so? An diesem Montagmorgen kurz vor... Scheiße. Big Bang Theory kommt 21.15, ne? Die neuen Folgen. Wollte ich eigentlich nicht verpassen. Kann man erst nachgucken, ist ja kein Problem. Ich habe ja alles hier irgendwo. Irgendwo da habe ich TV-Programm heute. Kein Problem, kann man erst nachgucken. Oh, ProSieben! Da, Big Bang Theory. 21.15. Wer es gucken möchte, gute Serie, finde ich. Aber eigentlich sollte das auch schon jeder gehört haben, die Serie zumindest mal. Hat wer einen Tipp, wie man am besten farmen kann? Auf jeden Fall macht deine Bartschuppen aus, also Barbaren und Bogenschützen. Powerfarme, Kasernen boosten und such dir Gegner. Ja, ist halt so. Ich habe ja auch nach 4 Stunden eigentlich keine Lust mehr so wirklich. Aber ich scheiße, das waren volle Minen gewesen.
Wie, Crossy Road ist das eine App oder was? Geilo. Na, ich hätte mir erstmal überlegen sollen, wo ich reingehe. Gehen wir hier unten rein, wa? Ich muss hier hinten überall noch rein und alles. Ach, scheiße. Ich muss irgendwo gezielt rein. Nicht so. Ah. Mal gucken. Schwierig, schwierig. Gehen wir mal da rein. Das kann auch gut sein, dass es hier am besten passt. Ja, dann der Creamer dahinterher. Und dann hoffentlich geht es los mit dem ganzen Gold, dass wir jetzt checken können. Ich brauche ja nicht mehr viel, sind ja nicht mehr viel Gold, die wir mitnehmen können. Ah, jetzt nervt mich dieser scheiß Barbarenkönig auch noch. Bratsch. Nein, böse Queen. Bist du völlig bescheuert in der Birne? Ich sollte sie noch mehr drillen. Die sind noch nicht genug gedrillt. Warum greift sie das Rathaus an? Da steht ein Magieturm daneben. Sie sollte ruhig eine Mine angreifen. Wedi greift das scheiß Elixierlager da hinten an. Ah, das geht auch. Aber knapp. Schön, beide Goldlager auseinandernehmen. Alter, 6000 Gold pro Attack. Give me more gold. Sie hält es noch durch. Ah, wunderbar. Geile Sache. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Angriff. Naja, teilweise. Crossy Road, ich weiß nicht, ist das eine App oder was? Crossy Road? Zu wenig Truppen dabei. Echt ärgerlich. Ja, haust rein, Lolbube. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst. Ignoriere ich dich was? Ne, ich ignoriere dich nicht, aber ich mache keine Base-Reviews heute mehr. Keine Base-Reviews. Habe ich aber jetzt schon 100 Mal gesagt, 7 bis 19 Uhr habe ich gemacht und jetzt nicht mehr. Die Frage ist eher, ignorierst du mich? Ja? Ist Crossy Road eine App oder wie? Wo habe ich da? Habe ich das Ding? Ich schreibe doch mal auf, kann ja sein, dass es eine App ist. I don't know. Beste Serie, auf jeden Fall. G-Star hat Geschmack. Der G-Star hat richtig gut Geschmack. Big Bang Studio ist mega cool. Shooter 339. Gib einfach mal App Bounty. Wie hieß das? Gib einfach mal den Code von Dingens ein. Von. Aber wie hieß denn das? abo.io/dark, ne? ABO. abo.io/dark. Und dann wird dir eigentlich recht viel gesagt. Also hier steht ja, to receive 50 Credits Bonus, entweder Android, visit Google Play Store und add download App Bounty, open the app and enter your Android code dark to get 50 Credits. Oder halt bei iOS, nachdem man Safari das geöffnet hat, enter your invite code dark und receive 50 plus Credits. Also du musst es in der App drinne machen und nicht irgendwie außerhalb oder davor. Ja, haust rein, Gregorne. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, so schlecht. Danke, danke, Uwell. Danke, danke, danke dafür. Also, ich freut mich immer, so nette Worte aus deinem Mund zu hören. Das baut mir richtig auf. Wie, du kommst mit Bart. Hier, Shark 203. Wie kommst du mit Bart nicht weit? Wie kann man damit nicht weit kommen? Das ist so simpel. Du machst einfach Truppen, suchst Gegner so lange, bis du was gefunden hast. Ich mach's auch die ganze Zeit so. Ich fahre mir auch die ganze Zeit nur mit Bartstruppen. Du suchst also so lange Gegner, bis du jemanden gefunden hast, den du besiegen kannst, der viele Ressourcen hat. Und den greifst du an. Fertig, aus. Weißt du? Easy eigentlich. Und somit kommt man richtig, richtig schnell zu Ressourcen. Also das ist eigentlich gar kein Problem. So, sondern hinten meine... Okay, wunderbar. Alles kaputt. Kann man auch schon wieder gehen. Aber die ist nicht so gut zum Let's Play in Moniplays, was meinst du? Ach so, Crossy Road. Ja, ja, ich mache eh nur angespielt davon. Und das ist egal, ob es gut für ein Let's Play ist oder nicht. Die gucke ich mir alle an, guckst du, wenn sie gut sind, mache ich ein Let's Play davon, wenn nicht. Also Miniverse war, glaube ich, das einzige Spiel bisher, was ich Let's Played hatte. Food Battle später auch noch. Mal gucken, wann ich das spiele, weil ich habe aktuell so wenig Zeit und so viele Projekte am Laufen. Ja, haust rein, VYBSBSH. Es war schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Und da habe ich einfach gar keine Zeit. Food Battle und halt Mini-Various wären halt angespielt Projekte gewesen, die es zu einem Let's Play geschafft haben. Aber das ist halt wirklich selten, dass sowas kommt, weil die meisten Apps einfach Schrott sind. Das ist einfach so. Oder halt nicht mein Ding sind. Kann auch sein. Was würdest du als erstes bauen, wenn du Rathaus 10 hast? Pff, keine Ahnung. Ich bin noch mit Rathaus neu beschäftigt. Ich habe da keine Ahnung von Rathaus 10. Ich würde erstmal das Labor ausbauen und die Bartstruppen machen, weil ich mit denen am meisten farme. Und dann die Armeelager wahrscheinlich, Tesla und so weiter, die ganzen Defense-Gebäude, die neuen Gebäude, ich würde so viel machen, das ist, weiß nicht, also ich hätte da keine Ahnung, bräuchte ich wahrscheinlich 10 Bauarbeiter, wenn ich Rathaus 10 bin. Gucken wir einfach mal, irgendwann werde ich ja bestimmt Rathaus 10 sein und dann mal schauen. Wer guckt nachher Game of Thrones? Ich habe gesehen, dass die Serie aktuell im Free-TV läuft, aber meins ist nicht so mein Ding. Das ist zwar schön und nett anzusehen, aber, naja, mein Ding ist es nicht. Das ist auch schon mein Zeitalter und so weiter. Ich stehe da eher auf The Walking Dead. Ja, wie gesagt, VY, haust rein? Eigentlich Shooter sollte das funktionieren. Ansonsten, wenn nicht, trotzdem vielen Dank, dass du versucht hast. Ich kann mal ganz kurz bei mir gucken, ob irgendwas passiert ist. Aber da kann ich natürlich leider nicht sehen, ob du das gewesen bist. Ne, ich habe immer noch keine Credits erhalten von irgendjemandem seit den letzten, weiß nicht, 4-5 Tagen. No Credits. Karo, bis 21 Uhr war... Ich hatte gesagt, wenn ich wirklich Bock habe und Lust habe bis 21 Uhr und die Leute wollten bis 21 Uhr und deswegen bis 21 Uhr, also noch ein paar Minuten, solange der Booster noch hält. Wie heißt mein Clan? Mein Clan ist Dark's Army. Mein Booster hat noch 9 Minuten, Karo, also 9 Minuten geht's noch. Dann ist Ende im Gelände aber. Ja, hi Pump... Was? Wie heißt du? Pumperline, hi. Man kann es so ein bisschen schlecht lesen, die Schrift auf dem Weißen. Kann man das hier eigentlich nicht in Dark Theme machen? Dark Mode, siehst du? Nee, doch, Dark Mode. Siehst du? Alter, wie geil ist das denn bitte schön, hallo? Jetzt kann ich das Weiße, das heißt jetzt Blaue nicht lesen. Ah! Nee, dann... Obwohl, Dark sieht ja ganz cool aus. Dark Mode. Das sieht ja ganz cool aus. Ich lasse das mal ganz kurz. So, hier ist zwar ganz nice, aber ich komme da nicht ran. Möni Plays Android, wie Android oder iOS, ich spiele gerade auf Android, Android-Emulator. An das Goldlager würde ich rankommen. Wo kann ich am besten angreifen? Von wo aus? Da sind zwei Kanonen, sind ebenfalls, da sind zwei Kanonen und ein Bogenschützen. Ah, wohl, das steht alles nebeneinander. Das ist aber eher mittig. Ich würde mal sagen, wir greifen von da unten an. Na komm. Achso, da gab es schon einen, okay, das ist ja ungünstig. Ungünstig. Ja, komm. Ein paar mehr ja! Game over. Hab keine Lust mehr. Komm her, scheiß Drache. Warum müssen sie immer einen Drachen in der Clanburg haben? Wie kommt man drauf, den Drachen in die Clanburg zu machen? Seid ihr bescheuert? Ich will ans Gold rankommen. Und das ist nicht der kürzeste Weg zum Gold. Außerdem bringt es mir eh nichts, wenn der behinderte Drecksdrache drin ist. Behinderter Kackdrache. Lel Bugget ist zwar nett gemeint, aber wir haben aktuell gar keinen Platz im Clan drin. Wir sind aktuell 50 Leute und es ist so oft, dass wir 50 Leute sind. Komm. Jetzt wird Drache verarscht, kleiner Bastard. Ernsthaft, Bogenschütze? Da ist ein Drache. Ich muss diesen Drachen töten. Er verdient nichts anderes als die Todesstrafe. Ich verliere gerade alle meine Bogenschützen. Ich hasse das. Kann er endlich mal sterben? So, weg ist er. Wer kommt dazu, eine Drachen in die Clanburg zu packen, ey? Wirklich. Ich hasse die Gegner, ich hasse sie.
Naja, wäre das nicht viel gebracht. Obwohl, naja, das sind viele Bogenschützen. Die sind natürlich jetzt alle wegbewegen. Zwei Bogenschützen sind da. Drei, vier. Ich streame immer noch, ja, bis ein paar Minuten noch, bis der Boost ausgelaufen ist. Ich wollte eigentlich das Gold haben, aber da hat sich ein toller Drache eingeschlichen und hat mir einfach mal alles versaut. Gebt einfach mal abo.io dark ein. / dark. Und wenn ihr da draufklickt, zeigt euch oder sagt euch die Seite eigentlich, was ihr machen müsst. Eigentlich recht einfach. Also, welche Schritte ihr befolgen müsst. Oder da groß geschrieben ist eigentlich, glaube ich, egal. Da ist das, glaube ich. Weiß nicht, kann ich es löschen? Kann man irgendwie nicht. Irgendwo gab es noch einen Befehl, den Chat zu clearen. CLS? Irgendwie, ich dachte, Clear Chat, also CLS Clear Screen heißt es normalerweise. Ja, mega lang. Ich musste 2 Stunden streamen, weil die Leute wollten, dass ich nochmal 2 Stunden streame. Also 4 Stunden insgesamt. Und da musste ich doch noch etwas länger streamen. Und weil ich auch was ausbauen wollte. Aber das ist doch gleich mein letzter Angriff, denke ich mal. Mein vorletzter, fast, naja, wahrscheinlich letzter Angriff. Mal gucken, wie lange der Boost noch hält. Danach bin ich aber auch geschafft. Danach bin ich auch K.O. Leute, Leute, Leute. Stream schlaucht mega, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt habe ich die Queen, weißt du, jetzt habe ich sie nicht mehr brauche, blöde Kuh. Ich will sie auf 40 haben. Aber bis ich da bin, das kann noch Jahrzehnte dauern. Das dunkle Eck ist ja dafür auch übrigens so krass. Hieß ja, das könnte vielleicht das teuerste sein. Die Queen auf 40 zu bringen mit dem Eggless hier. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, aber 90.000 kostet der Golem auf 3. 3, 4? Keine Ahnung, auf maximale Stufe zumindest. Und wollt ihr mich eigentlich alle verarschen, dass ihr immer Clan-Truppen in der Klamburg drin habt? Das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht immer sein, oder? Ich meine, die haben fast immer Clan-Truppen drin. Hindert mich dennoch nicht dran, sein Gold, sein Elixier zu stehlen. Oh, scheiß Barbaren können die weg. Oh, Queen kommt noch hinterher, wunderbar. Bist du auf Media... Was, Mediakraft? Nein. Hallo? Siehst du aus? Ich streame nicht mehr lange. Ein paar Minuten nur noch. Dann ist der Stream auch over. Reicht dann aber auch, glaube ich. Naja, ich musste ja, ich musste ja splitten. Ich brauchte ja 2 Dingensen. Ich brauchte ja 2 Elixierlager haben. Deswegen kann ich nicht alles auf einmal droppen. So, vielleicht kriegen wir noch das Dings, das Rathaus, das wäre auch toll. Kriegen wir sogar auch. Noch ein Stern. Elixier, scheiß Unglück. Ja. Ich will überhaupt auch gar nicht diskutieren, weil das Thema ist für mich abgehakt. Fertig, aus. Da höre ich lieber Politiker beim Reden zu. Gut, wir haben noch 2 Minuten 25 Sekunden, sag schon, 2 Minuten 25 Sekunden Boost. Einen neuen Subscribe habe ich gesehen, Dankeschön. I'm Freedom 5RM, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und 5 neue Follower. Herzog Joshua, dich habe ich gesehen, den habe ich vorhin gesehen. Zeki80 habe ich auch gesehen. Saikinik habe ich noch nicht gesehen. Pumperlein habe ich vorhin gesehen. Und Noobsnip auch noch nicht. Also vielleicht sind die neu dazugekommen vorhin, als ich noch nicht geschaut hatte. Ja, wer ist denn sonst noch dazugekommen? Sunnek Pro Games neu dazugekommen. Auk Terminal. Termix hast nicht gesehen. Michi X, weiß jetzt gar nicht so. Livestream View 123. Auch noch neu dazugekommen. Auf jeden Fall sehr, sehr viele neue Leute dazugekommen. Herzlich willkommen übrigens. Der Stream wird aber leider nicht mehr lange gehen. 1 Minute 44 Sekunden nur noch. Ja, haust da rein. Oh, ich muss mal ganz kurz den Dings da oben in der Theme. Das geht ja mal richtig auf den Sack. Haust da rein, Mini Plays. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. AUTX Terminator X, ich erwähne meistens die Leute in den Videos, die mir halt gute Tipps und so weiter geben und immer nett sind und so weiter. Also wenn du dich aktiv in die Kommentare und so weiter einbringst, dann kann ich dich auf jeden Fall auch mal erwähnen, aber so jetzt nicht, ist ja auch, muss ja was Besonderes sein, weißt du, kann ja nicht jeden erwähnen, das ist ja auch, dann ist ja nichts mehr Besonderes, dann will es ja keiner mehr. Ja, Funrun wird auf jeden Fall bestimmt noch mal mit Fred bald kommen, müssen wir mal gucken. Ich kann ihm dann gleich mal schreiben, wenn wir wieder runter aufnehmen.
Aber wir haben, glaube ich, aktuell was anderes geplant. Deswegen Funrun, weiß ich nicht, wann nochmal wieder kommt. Auf jeden Fall, Funrun 2 hat mir sehr viel Spaß gemacht beim letzten Mal. Ich hatte über die Weihnachtsfeiertage auch mit sehr, sehr vielen Zuschauern gespielt gehabt. Allerdings ohne Aufnahme, sondern ich war zu Hause bei meinen Eltern gewesen. Hatte nur mein Tablet und habe dann halt Funrun ohne Ende gesuchtet mit den Leuten. Weiß ich nicht, einen Tag wahrscheinlich. Wahrscheinlich den ganzen Tag ungefähr gespielt. Funrun war echt cool gewesen. Und ja. Funrun ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Definitiv. Warum ich nicht im Freds-Clan bin, weil wir beides unterschiedliche... Wir sind nicht die gleichen YouTuber, also warum sollte ich denn sehr klar? Ich habe meine eigene Community. Und da wollen die Leute halt zu mir, weißt du? Wenn, die wollen halt nicht zu ihm. Nicht nur zumindest. Ja, haust da rein, Felix, 1712. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Mal gucken. Ja, ich... Ach, scheiße, stimmt, ich auch gleich. Also, gut, dass der Stream... Gut, dass der Dings auch gleich vorbei ist, der Stream. Ich muss nämlich auch Big Bang Theory gucken. Ja, wie gesagt, G-Star, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal dann. Hoffentlich bist du wieder mit dabei. Und mal gucken dann. Also es geht nicht mehr lange. Einen Angriff werden wir wahrscheinlich noch machen und dann bin ich auch wieder weg. Aber du musst halt noch ein guter, schöner, guter Loot sein beim zum Schluss nochmal. Ah, guck mal, 134.000 Gold, aber da komme ich nicht ran. Ärgerlich. Da komme ich da wohl eher ran. Das finde ich doch schon mal besser. Die Mörser könnten mich durchaus treffen. Deswegen lasse ich mal meine Bogenschützen hier angreifen. Das ist okay. Nächstes ist nochmal ein richtig geiler, schöner Loot, oder? Zum Ende des Streams ist doch wunderbar. Die Queen habe ich auch noch dabei, okay. Glücklicherweise mal keine Clanburg drum, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der göttlichste Angriff für das Ende des Livestreams ever. Ist ja ein Segen ist das hier. So, wir splitten die ganzen Barbaren mal, damit die Magetürme nicht alle einfokussieren können. Eine einzige Stelle. Und dann geht das ab. Dann geht das richtig gleich ab. Das Leben alleine ist richtig, richtig geil. Also ich kann jedem nur empfehlen, zieht alleine hin. Und ja, genießt euer Leben alleine, solange es noch möglich ist. Solange ihr noch keine Familie und so weiter habt. Also keine eigene. Ja, Terminator. Leider ist das Stream auch gleich vorbei. Tut mir natürlich leid, dass du nur so wenig mitbekommen konntest. 4 Stunden habe ich jetzt gestreamt. Das reicht aber auch erstmal für mich selber. Ich glaube, das reicht doch. Also fett Loot nochmal bekommen. Schauen wir mal, letzter Angriff, fast 300.000 von beidem. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's gewesen. In 2 Minuten beginnt Big Bang Theory. Wer es schauen möchte auf Pro7, neue Folgen, Staffel 8 müsste das, glaube ich, sein. Staffel 7 habe ich... 1, 2, 3, 4, 5... Genau, Staffel 8 müsste es sein. Alle anderen 7 Staffeln habe ich hier bei mir auf DVD rumstehen. Und Staffel 8 ist absolut neu für mich. Ich hoffe mal, es kommt bald auch auf DVD raus. Ansonsten könnt ihr auch gerne auch euch noch mein 19 Uhr Video von Clash of Clans angucken, falls ihr das noch nicht getan habt. Da ist auch wieder schöne Clan-Krieg-Action dabei gewesen. Mein zweiten Angriff, den ich richtig geil gemacht habe. Gut, was heißt richtig geil? War eigentlich recht easy gewesen. Weil ich halt einen recht schwächeren Angriff nahm, aber trotzdem. War cool gewesen. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, haut da rein, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Die Livestreams werden natürlich wieder auf YouTube hochgeladen. Ist kein Ding. Morgen, übermorgen gucken wir mal, wann ich das hochladen werde. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend euch noch. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Bye, bye.